Hallöchen, Leute, und willkommen zu einem neuen Projekt, kann man so sagen, zu einer neuen Serie, zu einem neuen Format, was auch immer. Und zwar nenne ich das Ganze mal reingefuchst, wie sich der ein oder andere vielleicht denken kann, am Videotitel, wie auch immer. es geht hier einfach drum, weil ich ja jetzt wieder so ein bisschen selbst Makern bin und so weiter und so fort, wie der ein oder andere mitbekommen habt. Einfach mal mir Maker-Games rauszusuchen und diese für exakt 2 Stunden anzuzocken. Ich habe sogar extra einen total fetten Timer hier neben mir, der mir dann sagt, sobald ich auf Spiel starten klicke, sind jetzt 2 Stunden vorbei und dann höre ich auch sofort auf. Egal, ob ich mitten in der Textbox, mitten in der Sequenz bin, was auch immer, es wird einfach sofort gestoppt nach exakt 2 Stunden. Warum mache ich das? Ganz einfach. Um einen Test des Ersteindruckes eines Spiels zu vermitteln, sagen wir es mal so. Denn, das vergessen leider viele, der Ersteindruck eines Spiels ist der wichtigste Part eines Games. Denn, so gut das Spiel später vielleicht werden kann, nach geschätzten 5 Milliarden Stunden oder sowas, wenn der Ersteindruck nicht stimmt, werden die Spieler sich nicht durchspielen. Und das tolle weitere Spiel werden nur die Leute sehen, die sich quasi durch den schlechten Anfangspart durchquälen. Andererseits kann natürlich auch ein Ersteindruck unglaublich gut sein, und das Spiel lässt dann im Endeffekt nach. Das ist dann natürlich was, was diese Serie nicht behandelt. Außer das Spiel ist vielleicht nur 2 Stunden lang. Das kann ja auch sein. Und ja, ist einfach nur ein Test des Ersteindrucks, kann man sagen. Der ein oder andere weiß, dass ich das ein oder andere vom Thema Game Design verstehe. Deshalb versuche ich das Ganze auch recht objektiv und mit Verbesserungsvorschlägen anzugehen. Ich werde natürlich das ein oder andere mal rumdrucksen, das kennt man ja von mir, denke ich. Und ich schätze mal, das sollte kein großes Thema sein. Das erste Projekt, mit dem wir anfangen, wie vielleicht der ein oder andere bereits bemerkt hat, denn der Screen steht schon seit knapp 2 Minuten, ist Moonlight Sun. Und ich habe mir das Projekt aus einem ganz bestimmten Grund ausgewählt. True hat vor einiger Zeit ein Video dazu hochgeladen. Und es war recht emotional, sagen wir es mal so. Und ich habe dann irgendwann mit True so ein bisschen gesprochen. Und der hat gemeint, mach doch auch mal ein Video drüber, damit man auch mal deine objektive Meinung dazu hat. Und man kennt mich ja, ich bin recht geduldig. Also versuche ich wirklich so objektiv wie möglich zu bleiben. Ich werde auf Fehler hinweisen im Design. Und das, was ich aus Trues Video gesehen habe, gibt es schon viele, viele Fehler, die verbesserungswürdig sind. Aber ich versuche dabei wirklich so objektiv wie möglich zu bleiben. Außerdem natürlich der Hinweis, nicht alles, was ich hier sage, muss sofort für sofort richtig genommen werden. Ihr könnt genau wie ich eure eigene Meinung zu dem Spiel haben, das ist gar kein Problem, denn das ist nur normal. Deshalb weise ich nochmal darauf hin, alles, was ich hier sage, ist meine Meinung und man kann vielleicht drüber nachdenken. Denn, wie gesagt, das eine oder andere verstehe ich auch von Game Design und speziell von Game Design mit dem RPG Maker. Denn auch mit dem RPG Maker bin ich jetzt seit knapp 13 Jahren selbst unterwegs. Also, schauen wir doch mal rein in Moonlight Sun. Eine Kleinigkeit, die mir hier aufgefallen ist bereits, ist die Sache mit dem Mauscursor. Da werde ich allerdings später nochmal genauer drauf zu sprechen kommen, wenn es wirklich akut wird. Behaltet euch nur im Hinterkopf, das Hauptmenü muss mit dem Mauscursor bedient werden. Und sobald wir Spiel starten drücken, geht mein interner Timer los für die 2 Stunden. Und dann schauen wir mal, was in diesen exakt 2 Stunden passiert. Ich versuche es wirklich exakt zu halten. Schauen wir mal, ob das hinhaut. Wahrscheinlich nicht. Also wahrscheinlich schon. Ich kriege das schon hin. Irgendwie. Blablabla. Los geht's. So. Schauen wir doch mal. Orange. Kirby. Orange 4, Kirby. Und 2 Pfeile vorne dran. Moonlight. Sun. Quasi die Mondlichtsonne. Prolog. I am very gespannt. Also ich kenne ja schon einen Teil, ist ganz klar. Ich werde das Intro anschauen. Einfach um auf ein paar Sachen vielleicht einzugehen.
Der ein oder andere kennt es wahrscheinlich schon aus Trues Video. Ich versuche auch möglichst die Sachen, die True alle schon ausgiebig gezeigt hat, nur kurz anzustreifen, damit wir vielleicht einfach ein Stück weiterkommen insgesamt. Also schauen wir uns doch das Intro mal an. Blut. Plop. Mehr Blut. Das übrigens nicht zentriert ist, genau wie die Augen. Und? Achso, die Dame spricht, ja, natürlich. Macht irgendwie Sinn. Warum? June, Len. Okay. Dann schauen wir doch mal. Mysteriöse Frau, schläft sie? Ja, wir haben es geschafft. In ihrem Zustand konnte sie nichts gegen die Macht der Amulette ausrichten. Die Amulden. Ich sollte das lassen, sonst haue ich hier wieder irgendwelche Running Gags vom Stapel. Dann hat der Wahnsinn also endlich ein Ende. Ja, wir müssen dafür sorgen, dass sie niemals wieder erwachen wird. Kiribos ist mit dem Amulett der Sonne geflohen, nachdem sie ihre letzten Worte sprach. Dann haben wir nur eine Möglichkeit. Richtig, wir müssen ihn jagen. Geben wir unseren Truppen das Zeichen. In Ordnung, okay. Ich habe übrigens keine Ahnung, was diese Schriftzeichen auf den Steinen bedeuten. Teiko, die Hauptstadt. Und da einen kleinen Verbesserungsvorschlag. A, ist das eine Zelda-Font und das fällt auf. Nee. Und B, das hat der Entwickler eigentlich schon im Prologs-Bildschirm, sag ich mal, gemacht. Also quasi in dem kleinen Fenster, wo Prolog aufgeploppt ist. Nämlich die Schriftart geglättet. Kann ich nicht ganz verstehen, warum man das da nicht gemacht hat. Denn wenn man einen schwarzen Hintergrund hat, kann man die Schriftart auch ruhig glätten. Man sieht auch mit der beschränkten Palette vom RPG-Maker da keinen Unterschied. Deshalb verstehe ich nicht, warum das hier nicht geglättet ist. Das ist wirklich eine Unschönheit, die nicht sein müsste. Entschuldigung, ich musste kurz schlucken. Kiribos, was ist da los? Die Jägerinnen des Imperiums sind alle verschwunden. Heute sind selbst einige Monster in die Hauptstadt eingedrungen, weil keine Verteidigungskräfte mehr stationiert waren. Die Ruhe vor dem Sturm. Das Imperium bereitet sich auf einen Krieg vor. Was? Aber warum sollten sie? Weil sie die Welt beherrschen wollen. Natürlich. Sie werden euch wie Viehzeug abschlachten und nicht eher aufhören, bis sie haben, was sie wollen. Ich verstehe nicht. Das Amulett der Sonne, Tayo. Auch was, was mich ein bisschen persönlich einfach durcheinander bringt. Mit den Schattenporträts, aber da komme ich später noch drauf. Wie ich auf so viel später noch kommen will, aber ich muss mir das ein bisschen zurechtlegen zu einer passenderen Situation. Aber ist das nicht nur ein Märchen? Ja, genau, Hänsel und nein, Scheuer, es befindet sich hier in meinem Besitz, doch ich werde es vor ihrem Einfluss schützen. Ich werde euch alle beschützen. Los, versammelt eure Angehörigen am Himmelsberg. Wir werden den Clown des Imperiums gemeinsam entkommen. Nun denn, Tayo. Ja, okay. Ich beschwöre dich, erfülle unseren Schutz und gewähre uns, Moment, andersrum. Erfülle uns unseren Wunsch. Meine Güte, ich kann nicht meine eigene Textbox lesen. Und gewähre uns deinen Schutz. Und er breitete die Arme aus. Und die Welt wurde aufgesaugt. Special Effects und MP3-Musik. Komme ich auch noch gleich drauf zu sprechen. Meine Güte, man könnte meinen, ich habe hier keine Verbesserungsvorschläge, weil ich auf alles später zu sprechen kommen mag, aber es passt später einfach besser. Und das Land erhebt sich. Und sie fliegen. Leucht. Und das ist eigentlich so das Geräusch, das hier fehlt, einfach so dieses Plop. Die gesamte Insel erhebt sich. In die Luft. Hui. Wackel, wackel, wackel. Er ist auch voll der Wackel, wackel. Normal, ne? Wie gesagt, nicht unbedingt alles ernst nehmen, was ich hier rumdruckse. Oh mein Gott. Wir werden in die Tiefen der Untiefen des Nichts gezogen. Und es regnete Blut.
oder so. Nee, das ist zum Glück kein Vampire's Dawn. Oh, jetzt habe ich Vampire's Dawn gedisst. Verdammt. Ich muss das zurücknehmen. Jetzt ist zum Glück kein Vampire's Dawn. Nein, verdammt, schon wieder. So. Jahre später, mit einer immer noch ungeklätteten Font. Warum? Warum? Ich verstehe es nicht. Warum die Triforce-Font? Das ist eine Zelda-Font und das fällt sofort auf. Hier haben wir jetzt übrigens MIDI-Musik. Dem einen oder anderen wird vielleicht schon die Diskrepanz auffallen. Ich weiß, dass da, glaube ich, ein Mädel kommt. Ich habe schon wieder die Hälfte vergessen. Carlas! Und für die einen oder anderen, die mich schon andere RPG-Maker-Spiele spielen sehen haben, Toten getäten, wissen, dass ich keine Frauenstimmen sprechen kann. Deshalb klingen bei mir alle Frauen gleich. Carlas, guten Morgen. Das ist übrigens Mio. Und Mio hat was am Hals. Da komme ich auch noch mal drauf zu sprechen. Allerdings nicht so ausgiebig wie True. Mio, was machst du hier? Naja, Kira, was meinte, du wärst in letzter Zeit oft spät und... Verdammt, wie viel Uhr ist es? Keine Sorge, ich bin extra früher gekommen. Gekommen? Du hast heute Wachdienst, nicht wahr? Ja, richtig. Auch wenn ich mich manchmal frage, ob sowas hier oben wirklich nötig ist. Angeblich hat es neulich einen Angriff auf das Schloss gegeben. Seitdem soll Kerebos übervorsichtig sein. Und ich dachte immer, die Barriere, die welches Yell umgibt, würde sämtliche Monster abhalten können. Naja, anscheinend nicht. Deshalb der Wachdienst. Du sollst dich besser fertig machen. Ich weiß nicht ganz, was daran lustig ist. Du hast recht. Ich mache mich da mal besser los. Dann kümmere ich mich so lange ein bisschen um deine Wohnung. Hier sieht's ja aus wie im Schweinestall. Hey, was guckst du so schockiert? Nein, nichts. Kiribos hat mir heute freigegeben. Lass uns was unternehmen, wenn du wiederkommst, ja? In Ordnung. Super, also bis später. Jo. Hey, vergiss deine Synopse nicht. Schließlich habe ich sie dir extra geschenkt, weil du so vergesslich bist. Synopse erhalten. Muss ich das wirklich aktuell halten? Ja, das ist ein Befehl. Punkt. Schon gut. Kurze Erklärung zur Synopse lesen. Yo. Die Synopse ist eine Art Orientierungshilfe. Sobald du dein Menü erhalten hast, kannst du sie unter Synopse aufrufen. Tut mir leid. Dort stehen die letzten Ereignisse. Falls du mal vergisst, wo du warum hin musst oder überlegst, was sinnvoll wäre, als nächstes zu tun, schau dir einfach die Synopse an. Das ist ein ungeheuer schlimmer Satz. Er bringt den Punkt darin, den er überbringen möchte, aber... Wow. So, zum Thema Synopse. Also wir haben noch kein Hauptmenü, wie wir ja gerade so halb erfahren haben. Zum Thema Synopse. Wo fange ich da an? Erstmal, indem ich in mein Tagebuch schreibe, denn das Tagebuch, ich bin kein Fan von Tagebüchern, aber ein paar Notizen werden sicher nicht schaden. Das Tagebuch ist quasi unser erster Speicherpunkt. Es gibt das englische Wort Synopsis, wie vielleicht der ein oder andere weiß, der ein bisschen was von Englisch versteht, was eine Art Zusammenfassung ist. Eine Synopse im Deutschen ist allerdings was vollkommen anderes. Ich verwende das Wort äußerst selten, aber ich bin mir recht sicher, dass das einfach quasi ein Vergleich zwischen zwei Dokumenten ist und keine Zusammenfassung. Deshalb macht der Punkt Synopse... Hätte sie ihm ein Tagebuch in die Hand gedrückt? Ja. Synopse? Nein. Dann ein kleines Design-Manko, was mir persönlich nicht gefällt, ist, dass man nicht hinter den Wänden laufen kann. Das finde ich ein bisschen... das Ganze wirkt dadurch einfach ein bisschen platter. Dann, wir haben schon gesehen, die Chars, die Porträts, sind überpixelte Charakterporträts aus fremden Anime und Spielen. Und das werden wir hier unglaublich oft sehen. Und da werde ich wahrscheinlich aber erst gegen Ende drauf zu sprechen kommen, weil das ein Punkt ist, der wirklich arg umfangreich ist. Deshalb werde ich wahrscheinlich erst nach den zwei Punkten wirklich drauf zu sprechen kommen. Wir können auch hier nicht hinter dem Schrank laufen. Das ganze Spiel hat irgendwo keine richtige Perspektive. Oder nicht das ganze Spiel, das kann ich nicht sagen. Zumindest das Anfangsgebiet ist ja nur der Ersteindruck. Aber wir können zum Beispiel hinter den Fässern laufen, wir können hinter den Pflanzen laufen, aber wir können nicht hinter dem Schrank laufen. Oder eben hinter der Wand. Schauen wir mal weiter. Zwei Sachen möchte ich anmerken, für die, die es nicht wussten. Links ist Guri aus Slayers Original. Rechts, ich weiß gar nicht mehr, wie der Char heißt. Irgendwas. Jedenfalls ist sie aus Summon Night 2. Möchtest du was essen? Hier, nimm. Lecker, danke.
Hey, ich werde bestimmt mal eine gute Ehefrau abgeben bei meinen Kochkünsten. Manchmal bist du echt schwer im Griff, weißt du das? Vollständig geheilt. Und für die, die es auch noch nicht mitbekommen haben, im Hintergrund läuft Feel Good Inc. von den Gorillas als Mini. Die fliegende Insel. Ciel. Und ich habe unter Trues Kommentaren oft gelesen, dass Ciel doch voll von Ciel abgeleitet ist, von Chrono Trigger. Könnte sein, glaube ich allerdings nicht, denn Ciel ist das französische Wort für Himmel oder sowas. Auf jeden Fall irgendwas Himmel, sowas im Französisch, glaube ich, war es. Deshalb lasse ich zu. Hey Carla, Scout, lass ausrichten, dass du dich beeilen sollst. Du löst den Verwachtdienst ab, richtig? Okay, da haben wir nichts weiter zu sagen. Das ist in Ordnung. Dann zu einer kleinen Sache, die True aufgefallen ist, der ich allerdings nicht zustimmen kann. Das haben wir im Intro gesehen. Ich muss da jetzt einfach drüber reden und ein bisschen blöd durch die Gegend laufen. Deshalb rede ich einfach mal mit random Charakteren. Falls euch mein Geblubber nicht interessiert, könnt ihr euch jetzt einfach mal die Textboxen kurz durchlesen. True hat im Intro erwähnt, dass es nicht sonderlich sinnvoll ist, dass Kerebos, der ja offensichtlich das... Hier haben wir übrigens noch einen ekligen Mapping-Fehler. Man sieht mich nämlich so halb durch die Decke durchgehen. Man sieht's, ich weiß nicht, ob man es im Video erkennen kann, aber ich sehe da den schwarzen Pixel von unserem Helden, der durchs Dach durchragt. True hat gesagt, dass es sinnlos wäre, dass Kerebos, der verfolgt wird, weil er das Amulett hat, sich in eine Stadt zurückzieht, wo viele, viele Menschen sind. Ich finde hier gerade keine NPCs zum Reden. So, wo viele, viele Menschen sind. Und das Artefakt oder die Menschen durch das Artefakt in Gefahr zu bringen. Muss ich ehrlich sagen, sehe ich ein bisschen anders. Denn offensichtlich hat da ja auf dieser Welt tatsächlich ein ziemlich großer Krieg stattgefunden, der offensichtlich jetzt auf den ersten Blick die ganze Welt einfach mal komplett zerstört hat. Das heißt, die Menschen wären so oder so tot gewesen, ob jetzt Kerebos da gewesen wäre oder nicht. Und deshalb sehe ich das persönlich einfach ein bisschen lockerer. Was ich nicht ganz so locker sehe, ist die Höhe der Insel, denn das ergibt tatsächlich null Sinn. Wir können ungefähr davon ausgehen, dass unser Held knapp, sagen wir mal, 1,80 Meter hoch ist. So ein Maker-Sprite ist 16 Pixel breit, 32 Pixel hoch. Die Insel selbst ist jetzt überschlagsweise 16, also sagen wir mal, sie ist ein Teil dick, ne? Sagen wir mal, sie ist an der dicksten Stelle jetzt einfach 16 Pixel dick. Das heißt, halb so hoch wie unser Held. Das sind jetzt wirklich nur Überschlagswerte. Was im Umkehrschluss natürlich bedeuten würde, dass die gesamte Insel 90 Zentimeter dick ist. Ist ein bisschen wenig, speziell wenn wir uns folgenden Sachverhalt anschauen. Die Häuser auf Ciel haben tatsächlich Keller. diese Keller, auf die Perspektive komme ich gleich nochmal zu sprechen. Diese Keller sind haben Treppen mit jeweils zwei Treppenstufen pro Teil. Das heißt, zwei Treppenstufen pro 16 Pixel. Das macht ausrechnen in meinem Kopf. Das bedeutet erstmal, dass jede Treppenstufe 45 cm hoch ist. Kommt das hin? Ich muss mir das kurz mal zeigen. Es sind auf jeden Fall ziemlich hohe Treppen. Gut, so eng will ich das jetzt natürlich nicht sehen, weil ich weiß, dass es mit Maker einfach anders manchmal blöder aussieht. Sage ich ganz ehrlich, da komme ich auch gleich nochmal drauf. Aber sagen wir mal, es geht hier circa, sagen wir 90, 180, 270, 360, 480 und ein bisschen drauf. Sagen wir, es geht hier knapp 5 Meter nach unten während dieser gesamten Strecke. Das bedeutet, dass der Keller 5 Meter unter dem Boden liegt. Was bei einer Inseldicke von 90 Zentimetern ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht funktioniert. Es gibt mehr als genügend Möglichkeiten, auch mit begrenzten Teilsets. Das hier ist übrigens das
Oh Gott, jetzt darf ich nichts Falsches erzählen. Das ist entweder Seiken Densetsu 3 oder Secret of Mana, aber ich glaube, es war Seiken Densetsu 3. Es gibt Möglichkeiten, sowas dicker erscheinen zu lassen, auf jeden Fall. Und da hätte man vielleicht einfach dran denken sollen, weil das ist einfach, ergibt überhaupt keinen Sinn. Dann hier wieder das Problem mit der Perspektive. Ist eigentlich der gleiche Effekt wie mit den Wänden, dass man nicht hinten dran laufen kann. Nämlich, dass der Keller aussieht, als wäre er exakt auf der gleichen Ebene wie der Rest vom Haus. Allerdings ist dann doch hier eine Treppe, was dann einfach so wirkt, als wäre das keine Treppe, sondern irgendwie ein ganz komisch gekachelter Boden, der einfach in einen anliegenden Raum führt. Das würde natürlich bedeuten, dass das mit der Perspektive wieder Sinn ergibt, da es kein Keller ist, sondern ein angrenzender Raum. Allerdings machen dann natürlich wieder die Treppen keinen Sinn. Das lässt sich ganz einfach beheben, indem man, und ich fuchtel gerade mit meinen Armen wie ein Blöder vorm Screen rum und zeig das, ne? Schaut da hin, da musst du hingucken, da zeige ich voll drauf. Nee, einfach den ganzen Raum, wenn man es schon auf der gleichen Map haben will, nach unten verschieben. Einfach nach unten. Nach unten. Und dann sieht das schon aus, als wäre der Keller unter allem anderen. Ob der Keller jetzt Sinn ergibt oder nicht, ist vollkommen wurscht, aber den Keller nach unten schieben, dann sieht es auch perspektivisch korrekt aus. Und hier natürlich wieder das Übliche, ich kann nicht hinter Regalen laufen und sowas. Ich weiß, dass man mit vielem Zeug sprechen kann. Aber da verweise ich einfach nochmal auf Trues Video, denn das ist jetzt nichts, was irgendwie wichtig ist fürs Gameplay. Deshalb gehe ich da jetzt auch nicht weiter drauf ein, sondern folge jetzt endlich mal der Story. So. Ich habe noch viel, über das ich reden werde, auch am Ende des Videos. Es wird am Ende jedes Projekts ein kleines Resümee geben und eine Bewertung. Und da gehe ich dann nochmal direkter auf Zeug ein. Carlos! Hä, was? Carlos, ich muss der Himmel schicken. Was gibt's denn? Hast du vielleicht etwas Zeit für mich? Viele der Feldfrüchte sind reif und ich schaffe die Ernte nicht allein. Eigentlich habe ich jetzt Wachdienst. Andererseits kann ich die ganzen Felder nicht alleine abernten lassen. Also gut, ich helfe dir. Vielen Dank, dann lass uns am besten sofort beginnen, damit du nicht zu spät zu deiner Schicht kommst. Ach, zu spät komme ich sowieso schon. Also helfen wir mal dem armen Herrn bei seiner Ernte. Der Priester. Carlos, was machst du denn hier? Hast du nicht Wachdienst? Sag mal, lernt ihr jetzt alle meinen Dienstplan auswendig? Wieso weiß jeder, wann ich Wachdienst habe? Es war nur geraten, aber du hast deine Rüstung an, es ist schon recht spät, deshalb bin ich einfach mal davon ausgegangen, dass du verschlafen hast. Ja, vielleicht. Wo willst du jetzt hin? Carlos war so freundlich, sich bereit zu erklären, mir bei der Ernte zu helfen. Ah, verstehe. Dann beeil dich besser, Carlos. Ich habe vorhin Scouts Freunden hektisch herumlaufen sehen. Sie schienen auf der Suche nach ihm zu sein. Wenn sie erfährt, dass er nur wegen dir Überstunden machen muss, könnte das Ärger geben. Du hast recht, los, verschwenden wir keine Zeit. Dann gehen wir mal. So. Bitte sammel alle reifen Feldfrüchte für mich ein und gib sie mir, wenn du fertig bist. Dieser Part des Spiels nennt man im Fachjargon unnötige Zeitstreckung. Unglaublich, wie groß die Pilze hier werden. Und los geht die Ernte. Wir müssen hier nichts anderes tun, als die reifen Früchte einzusammeln und Carlos dabei zuzuhören, wie er zu allem was zu sagen hat. Ich werde jetzt nicht alles vorlesen, weil es echt viel Zeug ist. Das ist einfach, muss man echt sagen, das ist pure Zeitstreckung und das ist ein absolutes No-Go aus Designerperspektive. Sollte man echt nicht machen. Und wenn man sowas macht, dann interessant. Der Entwickler des Spiels hat ein Mausskript eingebaut. Es gibt ja Mausskripts für den RPG Maker 2000. Warum dieses Mausskript hier nicht nutzen für ein Minigame? Zum Beispiel, hey, du musst die Maus wackeln, damit die Frucht oder was auch immer da rauskommt. Und schon haben wir etwas, das nennt sich echte Spielerinteraktion. Das heißt, der Spieler muss was machen und hat das Gefühl, dann was geschafft zu haben. Wenn der Spieler einfach nur rumrennt und die Enter-Taste hämmert, dann hat man da nicht wirklich was geschafft, sondern man hat die Enter-Taste gedrückt. Und das ist nicht großartig schwierig. Und es gibt die Möglichkeit, man soll mir jetzt nicht irgendwie an den Kopf werfen, ey, das mit dem Maus wackeln, das geht gar nicht mit dem Mausskript, das ist unmöglich. Doch, das geht. Das geht definitiv auch mit dem Maker. Jedenfalls haben wir auch hier jetzt alle Früchte eingesammelt.
Oh, du bist schon fertig? Was haben wir denn da? Hm, ja, das sollte für eine Weile reichen. Vielleicht sollten wir einfach öfters ernten, dann dauert das nächste Mal nicht so lange. Was hast du? Geht's dir nicht gut? Ah. Es ist nur, weißt du, Carlos, ich frage mich manchmal, ob wir jeweils wieder festen Boden unter den Füßen haben werden. Haben wir doch. Versteh mich nicht falsch, Carlos. Ich bin froh, dass Kerebos diese Insel in die Lüfte hob und so eine Handvoll Menschen vor dem großen Krieg retten konnte. Doch manchmal schaue ich dort hinunter und frage mich, ob das wirklich alles ist. Seit so vielen Jahren schweben wir bereits über diese Lava-Einöden, ohne ein Anzeichen auf Überlebende oder unzerstörtes Land zu entdecken. Ist das wirklich alles? Hat der große Krieg tatsächlich den Rest der Welt in eine riesige Feuerkugel verwandelt? Oder werden wir eines Tages wieder zum Boden herabsteigen können? Ja, auf dem Boden können wir theoretisch, es wird nur ziemlich heiß. Ich weiß es nicht. Ja, niemand weiß es. Weißt du, Carlos, ich bin nur ein alter Mann und habe nicht mehr lange zu leben. Diese Insel könnte meine letzte Ruhestätte werden. Und der Gedanke, hier gefangen zu sein, nichts tun zu können, macht mich fertig. Tut mir leid, erst nehme ich deine Hilfe bei der Ernte in Anspruch und dann jammer ich dich auch noch voll. Ja, doch kein Problem. Du sollst jetzt besser zum Schloss gehen. Scout wartet schon recht lange auf dich. Verdammt, du hast recht. Der Wachdienst. Tut mir leid, ich muss los. Okay, das ist geklärt. Jetzt können wir zum Wachdienst. Und ich verweise hier nochmal auf Trues Video, falls ihr auch einige andere NPC-Aktionen sehen wollt. Denn ich habe keine Lust, alles nochmal genauso wie True nachzuspielen. Denn ich möchte auch einfach mal mehr ein bisschen mehr von dem Game sehen, damit ich mir einfach einen Ersteindruck schaffen kann. So, persönlich. Schauen wir doch mal. Hey, Scout! Carlos, wo warst du so lange? Oh, es ist Alex. ich habe ganz vergessen, dass ich Dienst ablösen sollte. Tut mir echt leid. Immer das Gleiche mit dir! Hat Mio dich geweckt? Nicht geweckt, tut mir leid. Gott. Sorry. Doch, das schon, aber ich muss noch etwas erledigen. Ah, naja, du bist ja jetzt hier. Kerebos möchte ich sehen. Kerebos, hat er gesagt, warum? Ja, er will dir eine Lektion erteilen, wenn du immer so unpünktlich bist. Tatsächlich? Nein, du Esel, aber meiner Meinung nach wäre das keine schlechte Idee. Ich weiß nicht genau, was er von dir will. Ah! Das geht mir voll auf den Hals gerade. Ich habe zu lange immer den Alex gemacht. Das sieht ihm gar nicht ähnlich, so geheimnisvoll zu tun. Naja, ich werde dann am besten direkt... Naja, dann werde ich am besten direkt zu ihm gehen. Gut, wenn er nicht im Thronsaal ist, kannst du ja Colette fragen, wo er sich rumtreibt. Colette? Ja, Colette, Kerebos Tochter, die mit den blonden langen Haaren, erinnerst du dich? Ich weiß, wer Colette ist, ich war nur überrascht, dass du sie nicht Prinzessin Colette genannt hast. Willst du das denn? Sie mag den Titel doch selbst nicht. Aber genug davon, ich muss los. Ich hab meiner Freundin doch versprochen, das mit ihr etwas zu unternehmen. If you know what I mean. Man sieht sich. Alles klar, viel Spaß euch beiden, hör auf mich so anzuschreien. oh Gott, mein Schabhals. Hier auch eine Kleinigkeit, auch einfach so ein kleines Design-Manko, was sich recht easy beheben lässt mit Events. Es ist eigentlich schon nicht recht cool gemacht, aber annehmbar gemacht, sagen wir es mal so. Dass man hier quasi durchläuft. Ich drücke jetzt quasi keine Taste, sondern der Charakter läuft automatisch durch und es sieht halt perspektivisch richtig. Also, das ist halt wieder sowas. Hier passt die Perspektive wieder zeitweise, dass ich quasi unter der Brücke durchlaufe. Allerdings, wenn ich zurücklaufe, verschwinde ich einfach kurz aus meiner Exzitebs, aus meiner Expilenz, aus meiner Existenz und werde dann quasi nach unten teleportiert. Das lässt sich auch ganz einfach lösen, indem man, hier mit Over-the-Kopf-Events arbeitet. Ich habe jetzt gerade echt nicht das richtige Wort im Kopf aus irgendwelchen Gründen, obwohl ich quasi jeden Tag mit Maker arbeite. Aber naja, gut. Einfach ein Event, das kurz von über dem Kopf auf Kopfhöhe umswitcht. Und schon hat man das Ganze erledigt. Man bräuchte hier nicht mal ein Event, denn es kommt kein einziges Objekt über dieses Geländer drüber. Das heißt, man könnte auch das ganze Geländer einfach einstellen als über dem Kopf oder über dem Charakter und man hätte wieder Perspektive. Es gäbe wieder Perspektive und es würde nicht so aussehen, als würde ich mich die ganze Zeit hier auf einer Ebene bewegen. Das ist halt echt unschön. Muss man wirklich so sagen. So. Okay. Schauen wir uns ein bisschen um. Ja,
das, da hat True auch schon drauf aufmerksam gemacht. Allerdings sehe ich das persönlich auch nicht so eng, dass hier überall Bunny Girls rumeiern. Was ich ein bisschen eng sehe, ist die Musik. Die geht mir nämlich tierisch auf den Sack, muss ich ehrlich sagen. Die ist unglaublich schlecht gewählt. Das Spiel ist sehr, sehr Anime-like. Sehr, was ich persönlich unter Trash-Anime einstufe, like. Das heißt nicht, dass ich Anime oder Trash-Anime nicht mag. Sag ich ganz ehrlich. Und übrigens, das ergibt auch keinen Sinn. Hängen die Schilder an der Decke? Liegen die Schilder auf dem Boden? Ich weiß es nicht. Man hat schon gesehen, zum Beispiel, Slayers, ne? Ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, denn Guri ist ein, ist einer der zwei Protagonisten quasi aus dem Original Slayers. Also aus dem Slayers-Manga. Im Anime kam er, oder in den Filmen kam er selten. Ich schweife ab, wie auch immer. Slayers. In der Serie kam er vor, in den Filmen nicht. So rum wollte ich das sagen. So, Mensch, geklärt. Slayers. True mag, glaube ich, den Anime gar nicht mal so sehr. Ich mag ihn schon. Einfach, weil er so unglaublich trashig ist. Und total over the top. Und das ist einfach persönliche Ansichtssache. Und das versuche ich hier einfach so ein bisschen außen vor zu lassen. Deshalb, ja. Bunny Girls auf dem Schloss. Warum nicht? Ne? So. Aber wir sollen zu Kereboss. Schauen wir uns also mal ein bisschen um. Hier übrigens auch wieder Perspektive. Es scheint alles auf einer Ebene zu sein. Und die Treppe führt ganz offensichtlich... Es ist ein gewellter Teppich. Es sieht aus wie ein gewellter Teppich, nicht wie eine Treppe. Dann haben wir hier einen kleinen Mapping-Fehler rechts bei der Treppe, dass die Decke nicht richtig abschließt. Das sind Kleinigkeiten, würde ich mal sagen. So, Kereboss ist offensichtlich nicht da. Mensch, was sollen wir nur tun? Wir wissen es natürlich aus dem vorherigen Video von TrueMG. Ich verweise da immer wieder drauf. Unglaublich. Prinzessin Colette, Kereboss wollte mich sehen. Du weißt nicht zufällig, wo er sich auch gerade aufhält? Du hast das schon wieder getan. Hä? Was denn? Du weißt genau, dass ich nicht Prinzessin genannt werden will, also hör bitte auf damit. Colette reicht völlig aus. Und an dieser Stelle möchte ich ganz kurz eine Kleinigkeit anmerken. A, geht mir die Musik immer noch tierisch auf den Sack. B, die Sache mit dem Konversationssystem hier, das verwendet wird. Es ist ein, einigen JRPGs so, speziell in der Tales of Symphonia-Reihe, dass man bei Unterhaltungen zwischen zwei oder mehr Charakteren große Porträts von diesen Charakteren anzeigt. Das funktioniert in diesen Spielen auch recht gut, was allerdings auch erstmal primär an der Auflösung speziell der neueren Spiele liegt. Die alten Tales of Spiele hatten diese Porträts in der Form auch noch nicht. Sie verdecken zwar ziemlich viel vom Screen im Original, aber nicht den kompletten Screen. Hier sehe ich im Moment gar nichts mehr, was abgeht. Auf dem Bildschirm nur noch so ein paar einzelne Pixel. Das ist ein bisschen unschön gewählt. Das kann man vermeiden, indem man einfach, wenn man schon große Chars verwendet, die ein bisschen nach außen drückt. Also quasi nach links, nach rechts, selbst wenn es da vielleicht ein bisschen was von dem Porträt abschneidet. Das Wichtigste ist das Gesicht und das, was darunter ist. Ich brauche nicht, ich nenne ihn jetzt immer noch Guri. Keles heißt er, glaube ich. Wow. Schulterplatten zu sehen, die interessieren mich nicht. Ich will sein Gesicht und seine Gesichtsausdrücke sehen. Genauso kann man Colette ein bisschen nach rechts schieben, weil da einfach der Platz dafür da ist. Weiterhin. Das ist allerdings... ich würde es nicht mal sagen persönliche Präferenz, sondern es ist tatsächlich einfach besser für den Spieler. Wenn man den in einem Conversation-System, wenn man den Char, der gerade nicht spricht, ein bisschen abdunkelt. Das lässt sich auch ganz easy umsetzen, auch mit Maker. Wenn man ihm einfach eine etwas dunklere Farbe gibt oder was auch gern gemacht wird, ist, dass der Charakter, der spricht, gerade nach rechts oder nach links verschoben wird und der andere Charakter entsprechend in die andere Richtung, dass man sieht, da spricht gerade jemand anders und nicht, dass alles immer starr auf einer Position bleibt. Und dann die Tatsache Colette selbst. Es war mir schon bekannt, dass das Spiel sehr viele übermalte Grafiken verwendet aus anderen Anime und JRPGs.
kann man drüber sagen, was man will. Da komme ich am Ende des Videos drauf. Ich finde es nicht ganz okay, so wie es gemacht wurde. Grundsätzlich habe ich nichts dagegen. Aber so wie es hier eingesetzt wurde, finde ich es nicht ganz okay. Was allerdings meiner Meinung nach ein absolutes No-Go ist, ist ein Charakter 1:1 aus einem anderen Spiel einfach zu übernehmen. Das kann man vielleicht in einem Fangame machen. Ich halte persönlich nicht viel von Fangames. Persönliche Meinung. Aber das hier ist kein Fangame. Das hier ist kein Tales of Fangame. Das hier ist kein Slayers Fangame. Das hier ist ein eigenständiges Spiel. Das hier ist Moonlight Sun. Und nicht Tales of Moonlight Sun Slayers oder sowas. Und da kommt eben Colette ins Spiel, weil Colette ist 1:1 ein übernommener Charakter aus Tales of Symphonia. Sowohl vom Charakterdesign, also nicht unbedingt vom Charakter her, von der Art und Weise, sondern vom tatsächlichen grafischen Design, als auch vom Namen. 1:1 übernommen. Das ist ein No-Go. Ganz ehrlich, das sollte man nicht tun. Das sollte man nicht tun. Lieber Entwickler, du hast, so wie ich das bisher mitbekommen habe, jedem übermalten Char zumindest einen eigenen Namen gegeben. Warum nicht auch Colette? Warum? Es ist kein Fangame. Es soll was Eigenständiges sein. Und bäh. Unglücklich. Sehr, sehr unglücklich. Ach, das tut mir leid. Alte Gewohnheit. Aber wenn du Vater suchst, der war eben noch im Thronsaal. Tatsächlich, eben war ich dort und er war nicht da. Bist du sicher? Vielleicht hast du ihn einfach nur übersehen. Er ist so klein. Wie Sui. Wer ist Sui? Ach, nix. Wie soll ich ihn denn bitte übersehen? Und überhaupt, warum hast du eigentlich deine Rüstung an? Und was soll diese Kiste dort in der Ecke? Und das ist eine unglaublich abwegige Anspielung auf warum liegt hier Stroh rum? Ich werde das nicht weiter ausführen. Wir wissen beide, wo das hinführt. Hä, von was redest du da? Wie dem auch sei. Kiribas wollte vorhin, dass ich sie anlege. Er war ziemlich in Eile und wollte mir nicht sagen, warum. Vielleicht hat es etwas mit dieser Sache zu tun, wegen der er mit mir reden will. Am besten ich schaue nochmal im Thronsaal nach. Klingt gut. Warte, ich komme mit. Ja, wie? Warte oder gehen? Wieder so ein Design-Ding. Warum verschwinden die Charaktere, wenn sie durch Türen gehen? Warum kann man nicht einfach mit Perspektive arbeiten? Der Maker hat doch alle Tools dafür. Ich verstehe das nicht. Jedenfalls ist er plötzlich da. Siehst du, da ist Vater. Ich verstehe das nicht, eben war er noch nicht da. Wie dem auch sei, ich gehe wieder auf mein Zimmer. Tschüss. Sie wollten mich sprechen? Das ist richtig. Was für eine Stimme hatte ich eigentlich? Keine Ahnung. Ich glaube, er war auch aus Tales of Symphonia übernommen. Zumindest von der Grafik her. Carlos, ich will nicht lange drum herumreden. Du bist ein sehr guter Soldat. Du warst nicht ein sehr guter Soldat. Du bist immer noch ein sehr guter Soldat. Und ich brauche deine Hilfe. Und ich brauche was für meinen Hals. Wie du sicher weißt, habe ich damals, bevor der große Krieg begann, diese Insel in den Himmel erhoben. Natürlich, jeder in Ciel ist dankbar dafür. Nun, der springende Punkt ist jedoch, dass ich dies nicht alleine mit meinen magischen Kräften bewerkstelligen konnte. Folge mir, Carlos. Ich zeige dir nun als ersten Soldat Ciels das Artefakt, welches mächtig genug ist, um diese Insel über den Wolken zu halten. Das Artefakt? Und da auch eine Kleinigkeit, wo ich nicht ganz mit True übereinstimme. Ich sag die ganze Zeit, ich stimme nicht mit ihm überein, aber dabei hat er an vielen Punkten auch einfach recht. wo ich nicht ganz übereinstimme, ist die Sache, warum zeigt er gerade Carlos das Artefakt? Es wurde in der Story festgesetzt, oder es wurde in der Story klar, dass Carlos so ziemlich, ich habe ihn von Keles genannt, ne? Warum? Carlos, der beste Soldat auf dieser Insel ist. Deshalb macht es irgendwo Sinn, ihn auch vielleicht dann das ein oder andere Geheimnis einzuweihen. Ich nenne es einfach mal Anime oder Game Logic. Aber es ergibt irgendwo Sinn. Was zum... Das Carlos ist das Taiyo. Taiyai. Es symbolisiert die Sonne und beherbergt unendliche Macht. Taiyo? Ja, nur mit dem Taiyo... Nur dem Taiyo ist es zu verdanken, dass wir alle überlebt haben, was sie flüchten konnten. Es hält diese Insel in den Lüften. Warum zeigt ihr mir das alles? Weshalb darf nur ich davon wissen? Ich möchte, dass du verstehst, wie wichtig dieses Artefakt für unser Überleben ist. Ohne es würde sie hell zu Boden stürzen. Moment mal, kann es sein, dass dort oben an der Sonne bereits ein Zacken fehlt? Allerdings, vor einigen Jahren gab es einen Angriff auf das Schloss. Ich war unachtsam und ein Splitter wurde gestohlen. Ein Angriff? Aber wer oder was? Heißt das Leben noch unter... Ist Leben unter uns noch Menschen? Nein, es war eher ein Monster. Ein Monster! Oder ein Dämon, wenn du so willst, Carlos.
Ja? Achso, nee, Kalas! Ja? Ich fühle ein mächtiges Wesen, welches sich der Insel nähert. Ich vermute, es ist der gleiche Dämon, der damals den Zacken abbrach. Wir müssen auf jeden Fall verhindern, dass der Rest des Tages ebenfalls zerbricht. Verstehe, was soll ich tun? Den Thronsaal bewachen? Nein, das werde ich persönlich übernehmen. Geh raus in unserem Dorf nach dem Monster. Du und die anderen Soldaten, ihr müsst es aufhalten. Zu Befehl! Okay. Ping! Was war das? Barriere. Sie wurde durchbrochen. Barriere mit Doppel-R. Kalas, schnell! Ich werde dieses Biest finden. Verlassen Sie sich auf mich. Nimm Colette mit. Sie ist bei dir sicherer. Ich sterbe. Hä? Warum? Ernsthaft? Geh! Okay, okay. Bitte, was hast du nur vor? Ich weiß es nicht, aber deine Stimme geht mir voll auf den Hals. Okay, oh, wirklich, verdammt. Ich habe zu lange keine RPGs mehr gespielt, ich merke schon, ich bin komplett aus der Übung. Wir nehmen uns erstmal den Inhalt der Kiste mit, denn darin befinden sich Lederhandschuhe für Kalas, die ich allerdings noch nicht ausrüsten kann. Ich weiß, dass das hier ein Speicherpunkt ist. Die Idee, verschiedene Speicherpunkte zu haben, finde ich persönlich ganz nett. Wird allerdings recht schnell ausgehebelt, was ich ein bisschen schade finde, aber na gut. Ich bin eh kein Freund von Speicherpunkten selbst. Deshalb, geht's vielleicht klar. Keine Ahnung. Jetzt schauen wir erstmal nach Colette, nach Kotelett. Die hat sich nämlich hier hinten versteckt. Die ist vorscheckig. wie komme ich da nochmal hin? Ja. So, dann darum an der Prostituierten vorbei und zu Kotelett. Kalas, was ist passiert? Mach dir keine Sorgen, es ist nichts. Du lügst, ich merke es, wenn du mich anlügst, du Schuft! Nein, nein, ich, Kira, was will, dass du mich begleitest? Ich werde nirgendwo hingehen, bevor ich nicht weiß, was passiert ist. Irgendetwas ist eingedrungen, if you know what I mean. Versucht sich eine gewaltige Macht unter den Nagel zu reißen. Und, also zu reisen. Wie die Reise. Wer weiß, was dann passieren würde. Ein Dämon! Ja, vielleicht ein Dämon. Damit ist, das ist doch egal, oder? Können wir jetzt gehen? Ich habe aber Angst vor Dämonen und Geistern. Wenn du hier diskutierst, greift der Dämon da draußen vielleicht gerade die Dorfbewohner an. Tut mir leid, ich... Nein, ich hätte dich nicht anbrüllen dürfen. Tut mir leid. Ich habe gebrüllt. Hast du ein Schwert oder so dabei? Das wollte ich als nächstes holen. Gehen wir doch nur kurz in die Waffenkammer. Ja, macht vielleicht Sinn. Dafür ist keine Zeit. Hier, nimm das. It's dangerous to go alone. Take this. Rucksack erhalten. Rufe Mist der Escape-Taste auf. Kurzschwert und Eisenrüstung Kalas erhalten. Rüste sie im Ausrüstungsmenü aus. Essence-Stack von Colette erhalten. Es enthält folgende Karten. Goldenes Schwert 3, Schwert der Reinheit 1, Deutsch 6, Messer 7, Bronzeschild 7. Zweimal Schokominze erhalten, zweimal Gelb-Yang-Kraut gefunden. Zu dem nächsten Dialog sage ich nach dem Dialog was. Das sind Essence, ist richtig? Woher hast du die? Das ist jetzt unwichtig. Weißt du, wie man sie im Kampf benutzt? Ich wollte sagen, keinen Schimmer. Na gut, egal. Ja. Sehr gut, dann rüst dich schnell damit aus. Okay. Maussteuerung. Ich sag noch nichts dazu. Erst später. Und sie funktioniert bei mir nicht richtig, weil die Maus teilweise aus dem Fenster rausfliegt. Was ich ein bisschen ungünstig finde, denn so ein Game sollte man natürlich auch im Fenstermodus gescheit spielen können. Aber ich weiß jetzt nicht, ob der Maker da was für kann, weil ich den Mauspatch nie großartig selbst benutzt habe. Na gut, soll jetzt erstmal nichts ausmachen. Gehen wir wieder zurück. So. Wir haben ein bisschen was ausgerüstet. Ganz kurz, es ist jetzt blöd, dass ich es übersprungen habe, weil ich die falsche Option gewählt habe. Aber, in dieser Szene erklärt Colette lang und breit, was Essences sind, dass man die im Kampf benutzt und dass man nur mit Essences angreifen kann und dass das sowieso der coolste Shit ist, den es jemals auf CL gegeben hat. Manchmal ist es besser, Sachen einfach unerklärt zu lassen. Oder neutral erklärt, sagen wir es mal so. Denn in dem Moment, wo man hergeht und ein Gameplay-Element von einem Charakter dementsprechend erklären lässt, hat man dieses Gameplay-Element sozusagen in der Welt erschaffen. Das heißt, es ist was Greifbares, Existentes, wie jetzt zum Beispiel diese Essences.
ich werde es ganz kurz erklären. Diese Essences ist das gleiche Kartensystem wie in Baten Kaitos. Das ist ein RPG für den Gamecube, ein verdammt gutes RPG übrigens nebenbei. Das heißt, wir benutzen Karten, um anzugreifen. Jede Karte hat einen Angriffs- und Verteidigungswert. Je nachdem, was wir eine Karte benutzen, machen wir mehr oder weniger Schaden. So. Grobe Erklärung ist das. Das Problem ist jetzt natürlich, dass diese Karten tatsächlich in dieser Welt als greifbarer Gegenstand existieren. Das heißt, man muss sich jetzt bildlich vorstellen, dass die beste Wache auf Ciel vor einem Gegner steht, mit einem Schwert ausgerüstet und Karten. Keine Ahnung, was der mit den Karten macht. Haut er sie in sein Schwert rein? Isst er sie auf? Wirft er sie auf den Gegner drauf? Das kann man halt recht schlecht erklären. Machen diese Karten die Angriffe nur stärker? Sind es Zauberkarten, mit denen man auf einmal mehr Power in den Händen hat, mit denen das Schwert länger wird? Warum macht ein Schwert weniger Schaden, wenn man eine Deutschkarte benutzt? Wäre es dann nicht sinnvoller, wenn man einfach nur das Schwert benutzt ohne eine Karte? Warum sollte man die Essences benutzen, wenn man nur schlechte Karten hat? Warum kann man nicht ausweichen, ohne eine Karte zu benutzen? Ist das Reaktionsvermögen der Leute wirklich so schlecht? Das sind alles Fragen, die sofort aufkommen, wenn man so ein Gameplay-Element von einem Charakter erklären lässt. Deshalb machen das unglaublich viele Spiele so, dass es von einem neutralen Tutorial erklären lassen. Zum Beispiel, wie es eigentlich schon bei der Synopse gemacht wurde, die ich persönlich immer noch Tagebuch nenne. Man kriegt eine Textbox, da steht, hey, das und das ist die Synopse, das kannst du Spieler machen. Ende. Die Synopse ist jetzt kein Gegenstand, den ich in meiner Tasche habe. Ja, vielleicht schon, weil ich es in die Hand gedrückt bekommen habe. Aber es ist kein Gegenstand, den man auf magische Art und Weise erklären muss, sondern es ist da und es macht was. Weil das Spiel mir das erklärt hat, nicht ein Charakter. Und mit den Essences käme ich da genauso drauf klar. Mir wäre das komplett wurscht, wenn das Spiel einfach gesagt hätte, hey, das sind Essences, du brauchst das, um im Kampfsystem angreifen zu können. Sonst geht das nicht. Und schon wäre die Sache aus der Welt geschafft. Aber jetzt sind die Essences tatsächlich greifbar. Jetzt sind die Essences im Spiel da und sie ergeben keinen Sinn. Sie ergeben überhaupt keinen Sinn in dieser Spielewelt. Keinerlei Sinn. Schauen wir mal weiter. wir kommen jetzt so langsam an den Punkt, wo True aufgehört hat. Ich glaube, lang ist es nimmer. Schauen wir mal. Ich weiß ungefähr, wo wir lang müssen. Achso, ja, über diesen Wasserfall muss ich, glaube ich, nicht weitersprechen. Sinnlos. Dieser Wasserfall funktioniert nur durch Magie. Und random Gameplay-Elemente durch Magie zu erklären, oder nicht Gameplay-Elemente, random Weltelemente durch Magie zu erklären, ist eine sehr gefährliche Sache. Man sollte sich sehr, sehr gut überlegen, was man da macht. Nur, das lag hier nicht vorhin noch ein Haufen Steine, die den Weg versperrt haben. Vielleicht hat sie jemand endlich weggeräumt, die lagen ja schon ewig dort. Aber warum ausgerechnet jetzt, wo die Insel angegriffen wird? Wer weiß, aber wir sollten diese Monster lieber schnell finden, anstatt uns über so etwas Gedanken zu machen. Du hast recht, nichts wie los. Und da haben wir es auch wieder. Das ist jetzt ein Gameplay-Element, das mir vom Spiel erklärt wird und nicht von den Charaktern. Warum also werden mir die Essences von Colette erklärt? Du hast deinen ersten Skit gelesen. Skizzen, nebensächliche Unterhaltungen unter den Charakteren, welche für die eigentliche Geschichte des Spiels nicht notwendig sind. Wenn du irgendwo eine Sprechblase wie diese findest, berühre sie, wenn du die Unterhaltung lesen möchtest. Hinweis, das Verhältnis unter den Charakteren kann durch Skits beeinflusst werden. Gehe ich auch ganz kurz drauf ein, bevor ich mich weiter bewege. Oder ich laufe einfach ein bisschen hin und her und rede mit Mr. T. Fool! Skits sind eine Sache, die auch aus den Tales of Spielen übernommen wurden. Das sind quasi tatsächlich einfach Charakterkonversationen, die ein bisschen mehr Einblick in die Charaktere geben, ein bisschen mehr Worldbuilding betreiben, wenn sie richtig eingesetzt werden. Ich habe bisher nur diesen einen Skit gesehen. Ich weiß noch nicht, was die anderen Skits machen. Ist ein Gameplay-Element, das so aus 1 zu 1 aus Tales of übernommen wurde. Muss man einfach so sagen. Das wurde 1 zu 1 aus Tales of gerippt und hier eingesetzt. Gut. Ich finde sie grundsätzlich ganz cool. Man hätte sie vielleicht nicht unbedingt Skits nennen sollen, aber ich persönlich stehe sowieso nicht so auf Denglisch in primär deutschen Spielen. Deshalb, ja, lasse ich gelten. Wenn sie später interessant sind, okay, kann ich jetzt nicht beurteilen zu diesem Zeitpunkt. Aktuell komme ich einfach nicht an Mr. T vorbei. Mr. T lässt mich nicht durch. Kleiner Hinweis an dieser Stelle. Damit sowas nicht passiert, kann man zum Beispiel in diesem Bereich, wo ich hier gerade entlang laufe,
einfach leere Events hinsetzen. Leere Events below Hero. Diese leeren Events sorgen dafür, dass NPCs, die random laufen, hier über diese Grenze nicht überschreiten können. Denn ich könnte hier nirgendwo an Mr. T vorbei. Und Mr. T verfolgt mich! Nein, Mr. T! Nein! Ich habe dir nichts getan! Ah, Mr. T! Wie auch immer. Schauen wir weiter. Huh, geh nicht so nah an den Abgrund. Die Barriere ist schwächer geworden. Nixon! Hey, was ist los? Habe ich dich erschreckt? Nein. Moment mal, ich glaube, ich sehe dich heute zum ersten Mal. Das bildest du dir doch nur ein. Ich bin's doch, Carina. Carina, ich bin Carlos. Nett, dich kennenzulernen, aber... Verdammt! Du sollst schnell nach Hause gehen. Das ist gefährlich, solange sich hier draußen ein Dämon herumtreibt. Dämon? So sagt es Kiriboss. Kiro! Das heißt, Kiriboss, sei unserem König gegenüber nicht so respektlos. König, bring mich zu ihm, sofort. Du brauchst mich auch nicht gleich, brauchst mich nicht gleich so anzuschreien. Tut mir leid, jetzt bring mich zu ihm. Anschrei. Okay, ich bring dich zu ihm, aber eine falsche Bewegung, ich spieß dich auf. Ich mach dich vor platt, ich mach dich Messer. Mach keine Witze. Das ist mein Ernst. Psst, Carlos. Colette. Sei vorsichtig, ich traue ihr nicht. Wenn es der Dämon sein sollte, müssen wir sie eh zu Kiriboss bringen. Er soll entscheiden, was mit ihr geschieht. Du hast recht. Carina hat sich der Gruppe angeschlossen. Magiedeck erhalten. 6 Wasserfalle Stufe 1, 6 Flammenschlag Stufe 1, eine Schattenwolke Stufe 1, eine Lichtlanze Stufe 1 und 7 magische Barriere. Kiriboss Buch erhalten. Es handelt sich um ein Tutorial für dieses KS. Lies es sorgfältig durch, falls du nicht mit den Regeln des Karten-KS vertraut bist. Hier wird's nochmal vom Spiel erklärt und nicht mehr von Colette. Warum tut man sowas? Ich verstehe es nicht. Sollte man nicht tun. Um Itemmenü oder um Kartenmenü Infos zu den Gegenständen abrufen zu können, klicke sie mit der rechten Maustaste an. Okay, dann wollen wir mal. Okay, das Mausskript hat sich gerade ein bisschen verabschiedet und hat einfach mal random hinzugefügt. Okay. Ich klicke wieder aus dem Fenster raus, weil das Mausskript im Fenstermodus nicht richtig funktioniert. Es sieht vielleicht nicht so aus, aber es ist unglaublich schwierig, genau diesen einen Pixel zu treffen, auf dem ich die Karten noch aktivieren kann. Naja, wie gesagt, ich glaube, bin mir nicht mal sicher, ob der Entwickler da was für kann. Gut, wir speichern. Und das ist der Punkt, wo ich gesagt habe, ein bisschen unglücklich mit den Speicherpunkten, da man jetzt eh überall speichern kann. Von daher, naja. Was haben wir denn eigentlich in den Einstellungen? Team ändern, Übergang, Verteidigung ändern. Okay. Na gut, das werde ich vielleicht auch noch sehen. Geheimnisee. In einem Hauptmenüpunkt Rechtschreibfehler. Nein. Ich kann nicht mal lesen, wirklich, was da steht. Du benötigst ein leeres Buch, um Geheimnisse aufzeichnen zu können. Und ich habe offensichtlich kein Buch bei mir. Wir haben eine Weltkarte und die Synopse. So, rüsten wir mal Carlos aus. Dass das ein eigenes Ausrüstungsmenü und sowas hat, finde ich persönlich ganz cool. Dass das Ganze mit der Maus wieder gesteuert wird, finde ich weniger cool. So, aber auf die Maussteuerung komme ich nach dem ersten Kampf zu sprechen. Nämlich gegen diesen Schleimi, der mich anbrüllt. Rar. So, schauen wir mal. Hier haben wir das Kampfsystem. Ich habe es ja schon erklärt. Ey, wir haben hier ziemlich gute Karten erwischt. Ich habe es ja schon erklärt. Wir können quasi Karten aussuchen, die verschiedene Angriffswerte haben. Jetzt zum Beispiel das hier. Und nehmen wir noch Dolch oder was das ist. Und dann macht's pom, pom, pom. Und der Gegner kriegt Schaden. Und dann kommt Colette und bringt alles um. Und das habe ich hier an der Stelle noch nicht erklärt. Colette ist quasi ein Gastcharakter, der immer mal wieder auftreten kann und helfen kann. Das ist auch ein ganz nettes Element, muss ich sagen. Allerdings, warum kann Colette so viel Schaden machen? Warum hat sie Flügel? Und naja, 3 Galt gefunden. Auch etwas, über das ich True lustig gemacht hat. Ich mache mich bedingt darüber lustig, denn Galt ist auch einfach 1:1 aus der Tales of Serie übernommen.
Ich sag's dir auch nochmal, wenn's kein Fangame ist, dann kann man sich doch einfach eine eigene Währung einfallen lassen. Und falls man sich da nichts einfallen lassen kann oder möchte, dann um Himmels Willen sind es halt einfach Goldmünzen, meine Güte. Es ist genauso wie in random RPG-Maker-Spielen, wo man einfach mal Gil findet, was ja bekannt ist in den Final Fantasy-Serien. Warum? Warum? Und ich habe ja gesagt, ich wollte jetzt erstmal auf die Sache mit der Maus zu sprechen kommen. Es gibt im Game Design einen ganz großen Oberpunkt, der nennt sich Consistency. Das heißt, direkt übersetzt Konsistenz. Das bedeutet auch, dass, wie erkläre ich das am besten? Das Game Design Elemente in sich stimmig sein sollten und auch während der gesamten Spielzeit immer stimmig sein sollten. Konsistent quasi. das umfasst alles, sowohl die Charaktere, das Weltdesign, die Grafik, die Musik, die Steuerung, das Gameplay. Es sollte alles unter den Punkt Consistency fallen. Die Steuerung tut das hier ganz klar nicht. Wir müssen davon ausgehen, dass das Spiel in dem Stil der klassischen Konsolen-RPGs gemacht wurde. Denn das ist das, wofür der RPG-Maker da ist. Man macht mit dem RPG-Maker klassische Konsolen-RPGs. Und ich renne mal hier schnell ein bisschen weiter, bevor Mr. T mir wieder den Weg versperrt. Das Ganze spielt sich auch grundsätzlich wie ein Konsolen-RPG. Und wie spielt man so ein Konsolen-RPG? Mit einem Gamepad. Gut, Gamepad ist jetzt eine Option. Man kann Maker-Spiele mit dem Gamepad spielen. Das funktioniert nicht unbedingt gut. Immer. Mit Joy-to-Key vielleicht. Egal. Dafür haben wir einen Ersatz da, die Tastatur. Die Tastatur hat alle Funktionen, die wir brauchen, um so ein RPG benutzen zu können. Das heißt, man kann sich als Spieler theoretisch hinsetzen, kann beide Hände auf die Tastatur legen während des Spiels und nimmt diese Hände nie wieder von der Tastatur runter. Anderes Beispiel. Ein Ego-Shooter. Der Spieler legt die linke Hand auf WASD und die rechte Hand an seine Maus und nimmt diese nie davon weg. Moonlight Sun. Wir legen unsere Hände auf die Tastatur, müssen in den Menüs zur Maus wechseln, legen die Hände wieder auf die Tastatur, müssen während dem Kampfsystem wieder zur Maus wechseln. Warum? Warum? Das ist umständlich. Es mag wie ein kleiner Aufwand klingen, von wegen, du musst nur deine Hand zur Maus bewegen, aber es ist einfach nur umständlich und vor allem unsinnig. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man das Ganze einfach ganz easy umgehen kann, wenn man unbedingt die Maus drin haben will. A. Komplette Maussteuerung. Man lässt einfach das komplette Spiel mit der Maus steuern. Das geht. To the Moon hat's gezeigt. Man kann das Spiel To the Moon, was im Übrigen für die, die es noch nicht wussten, mit einem RPG-Maker erstellt wurde, nämlich mit dem RPG-Maker XP. Man kann das komplette Spiel mit der Maus steuern. Aber man kann das Spiel auch mit der Tastatur steuern, wenn man unbedingt möchte. Das wäre eben auch eine Option gewesen. Warum die Menüs nicht einfach mit den Pfeiltasten navigieren können? Es gibt noch ein anderes Spiel, das macht's ähnlich falsch, allerdings ohne Maus. Da komme ich aber auf jeden Fall auch noch drauf zu sprechen. Das Spiel möchte ich auf jeden Fall hier auch noch vorstellen. Es ist blöd. Es ist echt blöd, zur Maus wechseln zu müssen, nur weil gerade ein Menü durchwechselt. Blöd. Ganz großes Design-No-Go. Nein, sollte man nicht machen. Entweder komplett Maussteuerung, komplett Tastatursteuerung oder die Option lassen, eins von den beiden zu wählen. Ansonsten ist es einfach nur nervig. Jetzt wollen wir allerdings mal zu Kiribos gehen, denn der wartet bestimmt schon sehnsüchtig. Also ich kann vielleicht noch speichern, jetzt wo ich den Kampf gegen den bösen Schleimi bestanden habe. Wir haben hier einen weiteren Schleimi. Und die Möglichkeit nutze ich, um über das Kampfsystem zu sprechen. Das Kampfsystem selbst ist ziemlich cool, muss ich sagen. Was mir persönlich ein bisschen aufstößt, ist, dass das Interface unglaublich viel Platz wegnimmt.
Der untere Bereich geht in Ordnung. Ich kann das ja... Ach, da ist die Maus. Hallo Maus, ne? Ich kann das ja zeigen. Der untere Bereich hier geht vollkommen in Ordnung. Das ist so die typische Größe, wo in einem klassischen RPG eh das Fenster verdeckt. Das geht klar. Muss man die Leiste hier links wirklich haben, wenn die Attacken- und Verteidigungswerte eh schon auf den Karten stehen? Hätte man das Symbol wie jetzt links bei dem Schwert mit dem Stern, was auch immer das bedeutet, steht wahrscheinlich im Tutorial. Das werde ich aber jetzt echt nicht on-camera vorlesen. Ich werde mir das off-camera dann durchlesen, deshalb verzeiht mir das. Es ist wahrscheinlich einfach nur öde, irgendwelche Tutorials zu lesen. Hätte man das nicht auch auf die Karte unterbringen können, dann hätte man links das komplett weglassen können. Oben die Leiste ist mir auch ein bisschen zu dick. Ist mir auch ein bisschen zu dick, muss ich sagen. Ist mir persönlich zu dick aufgetragen, ist diese Leiste hier. Man hätte sicherlich das eine oder andere komprimieren können, aber grundsätzlich geht's klar. Der Grafikstyle von den Karten, ja. Das ist sowieso was, da komme ich auch erst ganz gegen Ende des Videos drauf zu sprechen, auf den Grafikstyle des Spiels, denn das ist ein Riesenthema. Und das werde ich dann im Spiel behandeln. Und das nächste, was mir aufgefallen ist, ganz von der Maussteuerung natürlich abgesehen, ist die Geschwindigkeit von dem KS. Das ist nämlich unglaublich langsam, dass man immer warten muss, bis so eine Karte dann mal durchgewechselt ist und bis er ausgewählt ist. Das ist ein bisschen dämlich. Kleiner Tipp an der Stelle, wenn man das wirklich mit dieser Karte kommt aus dem Deck raus Animation machen will, dann kann man doch die Animation abspielen lassen, solange die Karte noch rausfliegt. Zum Beispiel hier fliegt die Karte raus und gleichzeitig fliegt die andere Karte rein. Schon hat man irgendwie 2 Sekunden gespart. Also muss man warten. 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 Und das ist einfach nicht schön. Ich hole jetzt einfach random Spells und hoffe, dass die irgendwie was kaputt machen. Okay. Oh, der ist immer noch nicht tot. Oder? Pong. Jetzt werde ich angegriffen. Ja, auch sowas. Es ist alles so langsam. Und man weiß, ehrlich gesagt, gerade nicht so ganz, was passiert ist. Irgendwas... Also sie hat Schaden bekommen, aber er offensichtlich nicht, obwohl er angegriffen wurde, glaube ich. Ich hätte wahrscheinlich das Ganze abwehren können, indem ich einfach im Vorhinein die richtigen Karten gewählt hätte. Habe ich wahrscheinlich auch. Dadurch, dass ich die ganzen Schwertkarten gewählt habe, habe ich wahrscheinlich den Schaden geblockt. Und ich sage die ganze Zeit wahrscheinlich, denn ich weiß es nicht. Das Spiel hat mir keinen Hinweis drauf gegeben, was ich jetzt getan habe. Keinen, hey, ich greife an. Ey, du kriegst Schaden. Ey, du kriegst doch keinen Schaden, weil du hast die richtigen Karten gewählt. Man kriegt nichts mit. Man kriegt nicht mit, was hier passiert. Und das ist echt ein bisschen... Jetzt will ich aber mal den Schleimi hier umhauen. Und der geht ganz langsam rückwärts zurück. Yay. Vier Gold gefunden, okay. Wie gesagt, das Kampfsystem, nette Idee. Aber... die Umsetzung, das ist so lahm, so langsam. Ah, schrecklich, schrecklich langsam und man weiß nicht wirklich, was passiert. Das ist echt schade, weil das Kampfsystem hat einen sehr guten Ansatz. Naja, speichern. Und schauen wir mal weiter. Hier hat True übrigens aufgehört. Wo ist Kiribos? Ich weiß auch nicht, eigentlich war der immer hier. Vater, hast du dem Vater gesagt? Natürlich. Dann bist du ja die Prinzessin, ja. Nein, das meine ich nicht. Was ist es dann? Ach, nicht so wichtig. Okay. Wo willst du hin? Hinter dem Vorhang ist doch ein Raum, oder? Vielleicht ist Kiribos dort. Woher weiß ich das überhaupt? Stopp! Halt, stopp! Jetzt rede ich! Ich kann dich leider nicht in diesen Raum lassen. Wir werden hier warten. Ach, stell dich nicht so an. Was, wenn er dort wirklich ist? Lass uns bitte nur kurz mal nachschauen. Ja, bitte, bitte, bitte. Ein Hundeblick hilft mir jetzt auch nicht weiter. Dir jetzt auch nicht weiter. Du bist echt fies, also gut, dann warten wir. Und wir warten. Und warten. Oh Gott. Kallas! 101, Scout, los ihr beiden, kommt schnell. Von wo aus hat er gerufen? Wo muss ich hin?
Los, kommt meine Gruppe, schnell. Das Geräusch kam von draußen. Und dann wissen wir, wir müssen nach draußen. Das hier ist jetzt so ein, hey, Hilfe, wo ist er? Aber die Bunny Girls interessiert es nicht. Na, schauen wir mal. Ich gehe mal davon aus, jetzt einfach, dass er vor dem Tor ist. Ah, Tatsache. Scout, was ist los? Auch sowas. Warum werden die Porträts... Ich habe schon gesagt, die Porträts einfach so ein bisschen schwarz werden lassen, wenn jemand anders redet. Das verlangt ja niemand, dass alle NPCs ein Porträt haben. Das ist auch totaler Schwachsinn. Aber blendet dann die anderen Porträts aus. Oh, Carlos, Ling Ling ist... Sie ist... Ruhig, Scout, was ist mit deiner Freundin? Sie heißt Ling Ling? Sie ist kaputt. Okay. Huch. Na sowas. Hilfe! Wahnsinn, wie hat sie das gemacht? Vielleicht ist sie ja der Dämon, den ihr sucht. Überleg dir lieber, wie sie da wieder wegbekommen. Frag sie doch, wie sie dorthin gekommen ist. So, wenn du uns nicht hilfst, bringe ich dich nicht zu Kreboss. Schon gut. Tut mir leid, ich bin vorhin im Slime geflohen und bin hier der Lunder gestillt. Seid vorsichtig, die Barriere scheint nicht mehr so lichtig zu funktionieren. Tut mir leid, aber der Name. Okay, du schuldest mir 10.000 Gold, klar? Hä, was? 10.000, Collette, komm her, ja? What the fuck? Oh, sie hat Teleportationskräfte. Hä, was war das? Schwarzdornpuder. Mit ihm kann man sich über geringe Entfernungen teleportieren, aber es ist äußerst teuer. Ling Ling, richtig? Du bist echt selten dämlich, weißt du das? Wieso rennst du überhaupt vor so schwachen Monstern wie Slimes fort? Ich? Sei froh, dass ich dir helfe. Meine Güte, was für eine freundliche Person. So, nun bringst und du bringst mich jetzt zu Kiribos, klar? Na klar. Was ist los? Hey, ich glaube, ich habe keinen Schwarzdornpuder mehr. Das ist mein Ernst. Was? Und wie sollen wir jetzt wieder hier runterkommen? Der Dialog war super, muss ich echt sagen. Das war lustig. Keine Angst, Vater wird uns sicher retten. Oh, wie peinlich. Ja, da hilft alles nichts. Warten wir eben. Sehr gut. Und wir warten. Mal wieder. Wir bewegen uns nicht mehr. Und Kiribos ist immer noch nicht da. Ihm scheint ja echt was an dir zu liegen. Oh. Ah, was zur Hölle? Fallen wir? Sag doch nicht sowas, Collette. Wieso sollten wir fallen? Danke, Carlos. Für was bedankst du dich? Verdammt, das kam vom Schloss. Ja, wir haben ja super Arbeit geleistet. Mensch. Oh. Ups. Was geht da vor? Hoffentlich geht's Vater gut. Verdammt, wenn das zerstört wurde, werden wir abstürzen. Miau. Da fliegt's. Und da fliegt's davon. Ah. Oh. Was zum... Okay. Aha. 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 Es war nur eine Illusion. Special Effects. Okay, das Detail, dass die Haare wegfliegen, finde ich echt super. Ach du Scheiße! Carlos, Hilfe! Hey, reißt euch zusammen! Wie soll ich mich denn bitte zusammenreißen? Wir fallen! Das ist mir nicht entgangen! Wir müssen irgendwas tun, und zwar schnell! Ganz recht, du sollst dir langsam mal Gedanken darüber machen, wie du sicher landen willst. Hey, du nicht, das ist allein mein Problem. Wie willst du heil da unten ankommen? Ich mache einfach, was du machst, also denk nach. Na super. Ich will nicht dazwischenfunken, aber wenn uns nicht sofort etwas einfällt, dann war's das. Verdammt, was sollen wir tun? Wir werden alle sterben. Beruhig dich, Carlos, so kommen wir nicht weiter, denk nach. Colette, kannst du nicht runterfliegen? Ich, nein, die Flügel sind eine Art Medium, sie erscheinen nur, wenn ich komplizierte Magie anwende. Aha, okay, hier kommt die Erklärung. Außerdem, selbst wenn ich heruntersegeln könnte, würde ich mich hier nie zurücklassen. Das ist sehr edel von dir, aber das ist echt nicht der richtige Zeitpunkt. Ist dir schon etwas eingefallen? Schnell halt euch fest, wir landen!
Ha. Huh. Pomp. Und so starben unsere Helden. Ende. Teil 1. Die Jäger des Tahio. Und hier haben wir übrigens wieder eine geklätterte Schriftart. Warum das bei den anderen Schriftarten nicht funktioniert hat, ich weiß es nicht. Ja, Mensch. Ich lebe! Sebastian, wie kommen wir hierher? Wir schulden mir 20.000 Gold. Ich habe uns mit dem Schwarzdornpuder kurz nach dem Aufprall wegteleportiert. Weil euch beiden hellen Leuchten ja nichts eingefallen ist. Du hattest noch was von dem Pulver, warum hast du uns damit nicht von der Insel geholfen? Ich glaube, ich habe die Stimmen irgendwann während des Spielens vertauscht. Das war meine Notration für den Fall, dass ich mal mit einer Insel aus dem Himmel falle. Aber wo sind wir jetzt? Da man nicht sehr große Entfernung mit dem Kraut überbrücken kann, müssen wir in der Nähe der Absturzstelle sein. Sieht nach einer Höhle aus, fehlt nur noch ein Weg nach draußen. Hoffentlich geht's den anderen gut. Euer Kiriboss hat sie sicher gerettet. Aber selbst wenn wir hier rauskommen, was machen wir dann? Über uns ist nichts als Lava. Was? Wie kommst du denn da drauf? Wir sind doch eben abgestürzt und sie schwebte gerade über diese Lava-Einöden. Wow. Er ist echt blind, oder? Die Lava-Einöde war nur die Innenseite der Barriere, die sich um Ciel befand. Hast du nicht gesehen, wie der Tayo-Splitter sie zerstört hat? Nur die Innenseite der Barriere? Dann gibt es Überlebende des großen Krieges? Hör mal, Carlos, sowas wie einen großen Krieg gab es nie. Oh. Was? Das glaube ich nicht. Gremus wird niemals lügen. Warum sollte er das tun und uns alle täuschen? Weil er böse ist. Nein! Du mir glaubst oder nicht, ist eigentlich egal. Wenn wir aus dieser Höhle kommen, wirst du schon sehen. Dann wirst du sehen. Genau, darauf sollten wir uns jetzt auch erstmal konzentrieren. Wie kommen wir hier raus? Hm. Hey, schaut mal, was ich gefunden habe. Eine leuchtende Leuchtekugel. Ich bin genial, was? Haben Sie direkt neben eine Speicherstelle teleportiert. Eine Speicherstelle? Was ist das? Okay, langsam gewöhne ich mich an eure Ahnungslosigkeit. Tut mir leid. Hey, guck doch nicht gleich so. Also, es gibt Leute, die glauben, dass wenn man die magische Kugel einer Speicherstelle berührt, unsterblich wird. Wirklich? Funktioniert das denn? Das weiß niemand so genau. Aber es heißt, wenn man am selbigen Tage stirbt, indem man die Kugel einer Speicherstelle berührt hat, kehrt Geist und Körper an den Morgen des selbigen Tages zurück. Und es ist, als ob nichts geschehen wäre. Und so stellen wir ca. 20.000 Milliarden Timelines pro Minute her. Und die gesamte Galaxie und alle ihre Paralleldimensionen werden einfach in sich zusammenstürzen und explodieren. Ende. Klingt ja toll. Und warum sagst du, es heißt, hast du es selbst noch nie probiert? Doch schon, aber angeblich kann man sich nicht an seinen Tod erinnern, wenn man von einer Speicherstelle gerettet wird, weil er dann im Prinzip nie stattgefunden hat, verstehst du? Nein, nicht wirklich. Ja, die einen glauben daran, die anderen nicht, aber ob sie tatsächlich funktionieren, weiß niemand. Benutzt sie, wenn ihr wollt. Das war zum Beispiel, muss ich sagen, eine recht gute Erklärung des Save Points. Das ergibt irgendwo Sinn. Die Essences ergeben immer noch keinen Sinn. Und ich will an der Stelle ganz kurz über die Musik reden des Spiels. Die ist hier jetzt ganz in Ordnung. Sie war vorhin beim Absturz, ging sie klar, im Schloss ging sie überhaupt nicht klar. Auch was ich schon unter den Punkt Consistency zusammengefasst habe. Auch die Musik zählt dazu. Und auch der Style der Musik gehört dazu. Und auch, ob die Musik passt oder nicht, gehört dazu. Das Spiel benutzt sowohl MP3 als auch MIDI-Musik. Das mag im ersten Moment sehr legitim erscheinen, ist es aber nicht. Weil es ein riesiger Stilbruch ist. Denn eine MIDI wird niemals wie eine MP3 klingen. Und eine MP3 klingt ganz bestimmt sicher nicht wie eine MIDI-File. Was kann man also dagegen machen? Ganz einfach, entweder man benutzt nur MP3s oder nur MIDI-Files. Beides mischen? Nee. Wir haben am Anfang des Projekts haben wir MP3-Dateien gehört. Speziell als die Insel in die Luft gehoben wurde. Ab da haben wir wieder MIDIs gehört. Auch rechtlich geschützte Songs, wie jetzt Feel Good Inc. von Gorillaz, was ich persönlich sowieso ein bisschen find. Aber einfach dieser Mischmasch aus MP3 und MIDI macht mich persönlich ein bisschen fertig. Und es ist auch was man einfach nicht tun sollte. Jetzt ist die Frage, brauche ich den Speicherpunkt überhaupt? Nee. Warum soll ich den Speicherpunkt benutzen, wenn ich überall speichern kann? Warum soll ich das tun? Warum gibt mir das Spiel die Möglichkeit, überall zu speichern und drückt mir dann noch Speicherpunkt in die Hand? Consistency. Hauen wir erstmal dem Gegner hier auf den Kopf. In dem unglaublich langsamen Kampfsystem.
Wo ist die Maus? Da. Und hier auch. Oh, es gibt so schöne MIDI-Songs, ganz ehrlich. Der hier tut mir ein bisschen in den Ohren weh. Das ist kein schönes Kampftheme. Überhaupt nicht. Okay, schauen wir mal. Feuer, Feuer, Licht. Gucken wir mal, was bei rumkommt. Pomp. Pomp. Pling. Tot? Na, danke. Level up? Nein. Okay. Habe ich eigentlich irgendwie Heilgegenstände oder sowas? Magische Lupe. Was ist das? Menü? Okay. Ah, ne, ich habe tatsächlich, glaube ich, Heilgegenstände. Glaube ich. Was machst du? Was bist du? Was bist du? Wie benutze ich dich? Hä? Oh. Okay, wie viele habe ich davon? Warum wird mir das nicht angezeigt? Moment, konnte ich denn mit Rechtsklick irgendwie sagen? Ah ja. Ah, das ist Schokominsel. Stellt reich HP wieder her. Warum? Warum? Befreit von Vergiftung. Na super. Warum muss ich rechtsklicken, um zu sehen, was die Items machen? Warum? Ah. Na gut. Dann versuchen wir mal, Carina zu heilen. So. Ich glaube, ich hab's geschafft. Ah. Nee. Nee, das Menuing. Nein, nein, das macht man nicht. Das macht man nicht. Da unten ist ein Skit. Edelsteine? Ich glaube nicht, dass die wertvoll sind. Das hat man sich schon lange abgebaut. Okay. Da ist eine Truhe. Die will ich wahrscheinlich haben. Deshalb hole ich sie mir auch gleich. Oh, das sind viele Skits. Ach, eine magische Barriere. Davon habe ich mehr als genug Karten im Deck. Okay, das ist der gleiche Text. Schauen wir mal weiter. Hier in diesem Dungeon muss ich zum Beispiel das Mapping mal grundsätzlich loben. Vorhin in Ciel war alles mehr so, ja, geht. Das Mapping hier im Dungeon gefällt mir echt gut. Die Atmosphäre passt, ist schön gemacht. Ist recht düster. Gefällt mir. So, ach. Pop, pop und plopp. Okay, jetzt warten wir wieder. So lahm. Oh, jetzt kommt wieder die Überattacke. Und an dieser Stelle, ich habe es jetzt noch mal ein bisschen spielen lassen, damit man es noch mal hört. Das war ja beim letzten Mal auch schon die Soundfiles von den Charakteren. Okay. ich finde es grundsätzlich cool. Ich bin ein großer Freund davon, wenn Charaktere in einem Kampfsystem Geräusche von sich geben, sag ich mal, oder was sagen. Aber auch da wieder der Punkt Konsistenz. Hier muss ich ja gar nicht die Maus auf. Der Punkt Konsistenz. Die Voice-Files haben nämlich verschiedene Qualitäten. Die einen klingen sehr klar, die anderen klingen wie durch ein Telefon gesprochen. Und das ist auch wieder eine Designgeschichte, die macht man einfach nicht. Wenn man Soundfiles benutzt, dann sollte man schauen, dass die qualitativ alle gleich sind, damit es wirklich gleich bleibt. Also, damit es in den Ohren gut klingt, zu jeder Zeit, sagen wir es mal so. Oder schlecht klingt, wenn man nur schlechte Soundfiles hat. Aber zumindest hat man dann konsistent schlechte Soundfiles. So ist halt wieder dieser Mischmasch da. Das ist das gleiche wie MIDI und MP3. Warum? Warum? Das ergibt keinen Sinn. Das macht man einfach nicht. Das macht man einfach nicht. Und hier gibt es wieder keine Perspektive. Schönes Mapping, aber es ist platt. Es ist nicht platt. Es sieht nicht platt aus, aber es ist tatsächlich platt, weil man nicht dahinter laufen kann. Egal, Skit. Ich mache mir wirklich Sorgen um Kiribus und die anderen. Hoffentlich geht es ihnen gut. Ja, Mio, Kiribus, bitte seid in Ordnung. Ich bin sicher, es geht ihnen gut. Jetzt lasst uns jetzt nur schnell von hier verschwinden. Du hast recht, wenn wir erstmal draußen sind, sehen wir weiter. Dann wirst du sehen. Ja, aber nicht nur deshalb sollten wir schleunigst von hier verschwinden. Ja, was meinst du?
Naja, ich habe uns von diesem Bruchteil mit dem, also uns von diesem Bruchteil mit dem Schwarzhornpuder in diese Höhle hier bringen können. Man kann damit allerdings nur sehr geringe Entfernungen überbrücken. Das bedeutet, der Rest der Insel wird in Kürze irgendwo hier in der Nähe einschlagen. Und ich habe keine Lust, lebendig begraben zu werden. Ach, du grüne Neune, dann beeilen wir uns besser. Ja, nicht viel weg hier. Und sowas ist halt interessant eingesetzt, muss man echt sagen. Wir haben bei den Tales of Spielen haben mir die Skits gut gefallen. Ich schaue gerade nach einem Weg, hier irgendwie runterzukommen, aber offensichtlich gibt's da keinen. Mir haben die Skits bei den Tales of Spielen echt gut gefallen und ich mag sowas. Es ist einfach ein bisschen Charakterentwicklung. Und das ist halt was ich sagen muss. Das macht das Spiel schon recht witzig an sich von den Charakteren her, weil sie in sich stimmig sind bisher. Sie haben alle irgendwo einen Charakter, zu dem sie an dem sie stecken bleiben. Also sie handeln nicht komplett out of character oder sowas. Finde ich ganz nett, soweit. Rein vom Charakterdesign geht's bisher. Bis auf die Tatsache, dass sie übermalte Anime-Charaktere sind. Aber wie gesagt, da komme ich nach dem Video drauf. Erstmal hauen wir einen Schleimi um. In dem unglaublich... Ich werde niemals auf das Mausding klarkommen. Jetzt eine andere Kampfmusik. Ist grundsätzlich ein schönes Lied, aber warum? Auch wieder warum? Warum verschiedene Kampfthemes wählen? Warum sind das alle... Es gibt von den Songs, die ich bisher gehört habe, unglaublich geile MIDI-Versionen. Warum werden hier, wenn ich mir das jetzt so anhöre, nur die schlechtesten benutzt? Warum sind es nur MIDI-Versionen, die nicht gut klingen? Warum kann ich meine Maus nicht bewegen? So. Das hier ist ganz gut, glaube ich. Das hier macht auch Schaden. Ich glaube, bei den Schleimis muss ich noch nicht so viel aufpassen. Das hier ist an sich Enter-Gekloppe, ohne Enter zu kloppen, sondern Maus-Gekloppe, kann man das so nennen? Eigentlich nicht, weil ich muss ja die Maus noch über die Karten fahren. Naja, egal. Immer noch kein Level-Up. Mensch, geizig. So, ich habe hier rechts irgendwo noch eine Truhe gesehen. Sogar zwei, unglaublich. Hauen wir doch mal die Fledermaus um. Schon wieder eine andere Kampfmusik. Okay. So, dich da. Ich finde zum Beispiel die Soundfiles von Carlas und von Carina echt gut. Die Soundfiles von Colette sind arg schlecht. die haben viel zu viel Rauschen drauf. So, stirbst du? Ja, Siegespose, das sieht nach einem gelungenen Kampf aus. Flop! Hey, endlich mal ein Level-Up, Mensch. Echt mal Zeit hier, Mann. So, oh Gott, schaut euch das an. Da wartet eine Schleimfledermaus-Armee drauf. Noch ein Messer, okay. Ich warte noch mit den Essences. Ich hab's eh noch nicht allzu viel eingesammelt. Warum? Diese MIDI klingt nach... Nix. Man hört... Nee, die klingt nicht schön in den Ohren. Die MIDI klingt nicht schön. Ich weiß, dass MIDI grundsätzlich eh so eine Sache ist, aber es gibt gut klingende MIDI. Warum nimmt man so eine, die so schlecht klingt? Ah, und ich gestikuliere wie wild und ihr seht das gar nicht. Oh, nee, es ist nicht schön. Das tut mir gerade ein bisschen in den Ohren weh und im Herzen. Das tut mir tief in meinem kleinen, schwarzen, verschrumpelten Herzen weh. Oh, nee, nicht schön. Gar nicht schön. Schauen wir weiter. Schauen wir mal, was wir als nächste Kampfmusik haben. Das scheint ja mehr so ein Sammelbeutel an, hey, ich habe hier 1000 Kampfmusiken zu sein. Ah, die hatten wir schon. So, du und du und du. Schauen wir mal, was passiert. Okay. Colette ist auch wieder da und haut einmal drauf.
Das macht 20. Ich glaube, ich muss noch nicht großartig auf elementare Schwächen achten. Gehe ich jetzt einfach mal so von aus. So werde ich auch einfach keine Barriere aktivieren, weil that's how I roll. Jawohl. Bist du tot? Und toter Schleimi. Sehr gut. Flop. Okay. 3 galt. Ist noch ziemlich geizig mit dem Geld, muss ich mal sagen. Meine Herren. Und eine Fledermaus. Die Kampfmusik hatten wir, glaube ich, auch noch. Das sieht ganz gut aus. Okay. Jawohl, wenn Colette draufhaut, weiß ich meistens, dass der Gegner in der ersten Runde schon down geht. Also ich kriege jetzt natürlich... Ah, gut, danke. Das war gerade ein bisschen böse mit den ganzen Barrieren. Flop. 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 Und da geht er down. Der Fledermaus. Bin ich der Fledermaus? So. Jawohl. Und was haben wir da drin? Hoffentlich was total Geiles. Schwert der Reinheit, Essenz Colors gefunden. Schattenwolke Stufe 1. Wasser des Lebens. Wein. Meine Güte, magische Lupe. Aber warum 5 Textboxen dafür? Warum nicht alles auf einmal? Rollenspieler müsste man eigentlich von ausgehen, dass die einigermaßen lesen können. Von daher sind die wahrscheinlich damit eigentlich nicht überfordert. Schauen wir erstmal, was ist dieses Schwert? Oh, das war das Schwert da oben, glaube ich. Ja, genau, das ist super. Ja, eignet sich nicht für die Verteidigung. Verteidigung, seh was für Pussys. Hauen wir mal dich raus und hauen dich rein. So. Und die macht 19. Dann hau ich einen Feuer. Nee, einen Wasserzauber raus und hau mal das da rein. So. Ich gehe voll auf Damage. Wie ein ganz großer. So. schauen wir mal. Was sagt denn mein Timer? 1 Stunde 22. Ich sag's nochmal, der Timer wird gestartet ab dem Zeitpunkt, wo ich Spiel starten drücke. Nicht früher und nicht später. Wir haben nochmal eine Fledermaus. Huch, das wird jetzt irgendwie ein bisschen nachgeladen. Oh, komm schon, gib mir das Schwert. Oh, Baby! Fette Kombo, Mann. Und nochmal. Oh, ne, das war schon. Okay. Jetzt kommt Kotelett auch nochmal. Und, oh Gott, schon wieder so viele Barrieren. Ich sollte eine Barriere rauswerfen, stattdessen lieber noch einen Zauber reinsetzen. Das sind viel zu viele, meiner Meinung nach. Okay. Sehr nice. War das ein Galt? Echt? Boah. Karten. Karina. Oh, ich habe gar nicht so viele Zauber noch. Moment, wir sind das 2. Ah. So, ich ein bisschen mehr Damage-Output hab. Okay, speichern wir nochmal. Save early, save often heißt es immer. Gucken wir mal. Oh. Hä? Okay. Map-Übergänge. Ich habe eben das Mapping in höchsten Tönen gelobt und es lässt mich wieder im Stich. Das ist... Sowas finde ich echt schade. Wir gehen nach links aus der Map und kommen oben wieder raus. Nein. Nein, das macht man einfach nicht. Das macht man nicht. Das macht man nicht. Böse. Ganz böse. Achso, das war ein Durchgang. Ah, I see. Skit. Woher kommen eigentlich diese Essences, die wir zum Kämpfen verwenden? Ja, jetzt bin ich gespannt. Das ist schwer zu sagen. Soweit ich mich zurückerinnern kann, wurden sie schon immer verwendet. Irgendwie ist das schon komisch. Mit diesen Dingen sind meine Schwertangriffe viel stärker. Das ist doch kein Wunder. Essences verstärken nur unsere normalen Waffen. Aha. Aha. Jetzt. Erklärt das Spiel, was die Essences tatsächlich ausmachen. Jetzt
sind die Essences ordentlich in die Spielwelt eingebunden. Einigermaßen. Jetzt wissen wir, diese Karten sind tatsächlich einfach nur, ich sag's jetzt einfach mal, magische Verstärkungen für unsere Waffen. Warum kann das nicht schon vorher klar gemacht werden? Warum kann dieses Element nicht schon vorher erklärt werden? Es ist kein Plot-Twist. Der Spieler muss dabei nicht im Dunkeln gehalten werden. Es ist klar, dass man dem Spieler nicht gleich an den Kopf wirft, ey, das ist voll der böse Wicht, den musst du voll kaputt machen und so. Und der ist eigentlich gar nicht böse. Aber warum erzähle ich das eigentlich alles? Sondern solche Elemente, solche kleinen Elemente, die man wirklich ab dem Zeitpunkt benutzt, die kann man auch gleich erklären. Man kann vielleicht im Nachhinein näher drauf eingehen. Und das ist wahrscheinlich das, was das Spiel hier probiert hat. Aber eine Grunderklärung muss da sein. Sonst denkt sich der Spieler nur... Und das ist einfach nicht gut. Das ist einfach nicht gut. Den Spieler im Dunkeln lassen? Richtig. Bei Critical Plot Points. Den Spieler im Dunkeln lassen? Beim Kampfsystem? Nicht gut. Sollte man nicht tun. Böse. Ob es auch Chakram-Assassins gibt? Für Colette? Wohl eher nicht. Chakrams sind nicht unbedingt beliebte Waffen. Ehrlich gesagt kenne ich außer Colette niemanden, der damit kämpfen würde. Tatsächlich wirklich schade. Allerdings gibt es noch viele andere Arten von Essences. Aber mal was anderes, Karina. Du kommst von hier unten, oder? Wie bist du zu unserer Insel heraufgekommen? Was wolltest du dort? Ich glaube nicht, dass das für dich von Interesse wäre. Ich glaube irgendwie schon. Kurz bevor die Insel abgestürzt ist, tauchst du wie aus dem Nichts auf und wie das für mich von Interesse ist. Vielleicht verrate ich es dir, wenn du deine Schulden bezahlt hast. Was hat es denn damit zu tun? Übrigens, es sind 20.000 Gold, falls du es schon vergessen hast. Ah, hör auf damit. Okay. Wie gesagt, ich mag die Charakter von den... Ich würde sie noch mehr mögen, wären die Porträts nicht da. Muss ich ehrlich sagen. Weil die sind wirklich recht nett. Muss man schon sagen. Ich bin sowieso... Das sage ich jetzt an der Stelle ganz kurz, während ich den Slime vermöble. Ich bin sowieso ein Freund von... oder persönlich ein Freund von eher diesen RPGs, die ein bisschen... Sich nicht ernst nehmen, ist falsch, das so auszudrücken. Von RPGs, die einfach ein bisschen lockerer drauf sind. Die nicht 90% der Zeit diese Emo-Stimmung haben. Und nein, ich will damit nicht die Emo-Szene beleidigen, um Gottes Willen. Die aber diese... Und dann überall Intrigen und Plot-Twists und dann noch mehr... Vater, no! Da kriege ich einen riesen Rappel von. Deshalb persönlich finde ich es einfach mal unglaublich entspannt, ein Rollenspiel zu sehen, das einfach ein bisschen lockerer drauf ist. Wie gesagt, es würde mir persönlich besser gefallen, wenn es eigene Charaktere wären, aber ne. Okay, hier haben wir eine random Person. Und Elfenjuwel. What the fuck? Vollständig geheilt? Elfenjuwel zerbrochen. Ah, okay. Ein Elfenjuwel ist anscheinend ein Full Heal, der total unnötig war, weil ich voll geheilt bin. Aber bevor ich mit dieser Person rede, möchte ich nochmal da hochschauen, denn ich habe das Gefühl, was verpasst zu haben. Und ja, die Fledermaus lasse ich jetzt einfach mal gnadenlos Fledermaus sein. Das war der richtige Weg. Ey, verdammt, ey. Okay, jetzt habe ich wirklich was Wichtiges oder was Unwichtiges verpasst. Nee. Egal. Draußen werden wir schon mal, aber... Vielleicht kann ich ja nochmal zurück. Wir sollten möglichst bald wieder zurück in die Höhle. Ich habe keine Lust, von einem Felsen erschlagen zu werden. Okay. Gut. Ich stimme Karina zu. Oder war das Colette? Oh, ich habe nicht geschaut, weil zwei Porträts auf dem Screen waren. Meine Phrasen, da geht doch wieder zurück. What the fuck tut ihr noch hier? Ihr habt recht, wir können im Moment nichts weiter tun, als uns in Sicherheit zu bringen. Ich fände es ja noch lustig, wenn einfach random eine Kuh vorbeifliegen würde. Ist es vorbei? Vielleicht ist nur unsere Nebeninsel abgestürzt. Carla, schau jetzt nicht nach oben. Und er schaut nach oben. Oh, okay. Scheiße. Ja, das beschreibt es ziemlich gut. Also ich bin mal eben wieder in der Höhle. Schnell, Colette, nichts mehr weg hier. Oh.
denke mal, wir können nicht mehr raus. Nee. Na gut, okay. Na, dann war es doch ganz gut, dass ich die Szene ausgelöst habe. Ich komme nicht mehr hoch. Doch, jetzt komme ich random. Okay. Wir speichern hier. Wer bist du denn? Was machst du hier? Es ist gefährlich hier drin. Ich heiße Tenma Tsukamoto. Ich suche meine Halskette. Ohne diese Kette kann ich doch nicht Karasuma unter die Augen treten. Ach, Karasuma. Da fehlt der Name. Der Name fehlt. Ich weiß nicht, wer redet. Denn die Porträts werden nicht ausgeblendet. Wer redet? Sie redet. Lege ich jetzt einfach so fest. Ich weiß, dass Carlas redet, aber sie redet jetzt. Eine Halskette in dieser Höhle zwischen den ganzen Monstern. Suchst du eine Halskette? Gollum, Gollum. Sie ist sehr wichtig für mich. Na gut. Hauen wir die Fledermaus um. Ich gehe mal davon aus, dass wir ihr helfen müssen. Ach, Mensch. So, Schlitz, Schlitz, Schlitz. Apropos Schlitz, so ein bisschen was von Looks Like Link hat er ja, ne? Stup, Schlitz, Schlitz, Schlitz. Zat, 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 zat. Na, okay, lassen wir das. Ah. Die Soundfiles hätten viel besser gepasst. So hinrendern. Schlitz! Fänd ich cool. Sollte mal jemand ändern. So. Weiter geht's. Dann geht's runter. Okay. Ich weiß ja, wo noch eine Truhe ist. Ach nee, da geht's weiter. Okay. Alles. What the fuck bist du denn? Scheibenkleister, was ist das denn für ein Vieh? Yay, das ist eine Amöbe. Schlimm genug, dass sie mehr als zwei Beine hat. Das Vieh ist auch noch größer als ich. Kammerjäger Carlas, kümmere er sich darum. Es greift an. Oh, Bossfight. Okay. Jetzt schauen wir mal. Wir nehmen das hier für den Angriff. Ich versuche das jetzt tatsächlich so ein bisschen taktisch anzugehen. Und wieder der Stilbruch da. Das ist ein Gegner aus Golden Sun. Jedenfalls sieht er ganz danach aus, nach einem Gegner aus Golden Sun. Die Golden Sun-Grafiken passen nicht gut zu dem Rest. Überhaupt nicht. Das heißt, nicht gut war eine maßlose Untertreibung. Es passt nicht im Ansatz. Aber schauen wir mal. Ich glaube, ich habe einen ganz guten Verteidigungswert mir hier aufgebaut. Colette haut auch nochmal mit drauf. Was machen wir dann? Wir hauen einmal volle Kanne raus. Vielleicht kommt noch ein guter Zauber. Machen wir so und hauen nochmal eine magische Barriere raus. Sicher ist sicher. You suck! Ja. Und ich mag die Bosskampfmusik übrigens auch nicht. Das Spiel hat unglaublich viel schlecht eingesetzte Musik. Das ist echt schade. Echt schade. Ach, so kann ich quasi verteidigen zwischendurch. 4! Ah, jetzt habe ich es verstanden. Okay, I see. Und jetzt bin ich wieder im Angriffsmodus. Okay, ich verstehe so langsam. Gut, gut, gut. Das heißt, ich will mir die Schilde aufheben. Ich hätte vielleicht einfach das Tutorial lesen sollen, aber ich sag's nochmal, ich wollte das nicht on camera machen, weil das ist Tutorials lesen oder vorlesen in einem RPG, in einem ist ja nicht wirklich ein Let's Play, aber halt in einem Let's Play-artigen Video finde ich persönlich einfach unglaublich öde. Okay, dann heben wir uns die Barriere auf. Okay. Schauen wir mal. Okay, 51. Colette. Oh. Sie können nochmal ihre Überattacke bringen, das wäre eigentlich total geil. So, Verteidigungsphase. Nochmal. 4. Jo, hat auch gereicht. Okay, ich bin wieder in der Angriffsphase. 8. 4. Oh Gott. Ach je. Das sind miserable Waffen. Ah, danke. Das war nur eine normale Attacke, aber hey. Jetzt haben wir einen Dunkelheitszauber raus. Dichter, vielleicht hätte ich doch... jetzt habe ich zwei Barrieren, das ist in Ordnung. Das ist ja offensichtlich das Einzige, mit der sie verteidigen kann. Wobei der Boss offensichtlich auch nur Carlas anzugreifen scheint, weil... er stellt offensichtlich die größere Gefahr dar. Okay. Jetzt habe ich sogar drei Barrieren.
Mal. Ja, Schild. Huch, das habe ich gar nicht ausgewählt. So und so. Also, jetzt mischt sich mein Deck wieder durch, das ist gut. Das ist unheimlich abwechslungsreich gerade, mein Deck, muss ich ja mal so hier anmerken. Ah, da kam sogar was Interessantes dazu. So, Schaden. Ja, scheiße, 4 Barrieren. Greif doch mal die Olle an, ey. Ich will die Barrieren loswerden. What the fuck? Oder stirb vielleicht einfach, das wäre auch eine total geile Idee. Oh, scheiße. Okay, er greift sie tatsächlich mal an. Das ist gut, jetzt kann ich endlich meine Barrieren loswerden. Und nochmal. Ich glaube, ich bin ganz gut. Oh, ich wollte gerade sagen, er hat mir noch keinen Schaden gemacht. Und was passiert? Ich nehme Schaden, natürlich. So, 19, 12, nochmal 12. Wir gehen jetzt einfach mal volle Pulle auf Angriff. Oh, ich glaube, wir haben es geschafft. Wir haben unseren ersten Boss besiegt. Voll geil. Wabbel, wabbel. 100 Erfahrungspunkte. Mensch. Und ein Gelb-Jankraut erhalten. Waldelfenmantel. 19 Galt. Okay. Mal schauen, wie ich den Mantel ausrüsten kann. Carlos? Nö. Carina? Jo. Oh Gott, sie hat gar nichts ausgerüstet. Ja, sie ist vollkommen nackt. Okay. Speichern, jo. Okay. Ah. Die Musik ist weg. Gehen wir nochmal in die Höhle. Achso. Es wird dunkel, wir sollten die Nacht hier verbringen. Okay. Achso, das ist eine Erklärung. Im Camp, wieder ein Tag vorbei. Du kannst noch mit den anderen reden, wenn du möchtest. Um schlafen zu gehen, geh einfach speichern. Ich will nicht mit euch reden, na gut. Ich verstehe das nicht, warum dieser Krieg, wenn dieser Krieg niemals stattgefunden hat, warum hat Kerebos dann Ciel in den Himmel gehoben? Warum hätte er uns mit dieser Barriere täuschen sollen? Meine Güte, warum hat er sie nicht einfach wieder zur Erde herabgelassen? Ja, vielleicht war der Krieg kurz vor dem Ausbrechen. Kerebos dachte wirklich, er würde euch alle retten. Aber ein mächtiger Magier wie er hätte doch sicher bemerkt, dass der Krieg nie stattfand, dass hinter der Barriere die Welt ganz in Ordnung aussieht. Ich kann dir nicht sagen, was er damit bezwecken wollte, Carlos. Ich kann nicht in die Köpfe anderer Leute hineinschauen. Du hast recht, aber was wolltest du dort? Warum sollten wir dich zu Kerebos bringen? Das geht dich nichts an, Carlos. Und jetzt geh schlafen, hör auf, mir Löcher in den Bauch zu fragen. Du Dummkopf. Hey, du kannst mich doch nicht einfach so abwürgen. Und wie ich das kann, gute Nacht. Das ist das erste Mal, dass ich im Freien übernachte. Tut mir leid, Prinzessin Colette. Hör auf, mich Prinzessin zu nennen. Ah, tut mir leid, ich bin das so gewöhnt. Sag mal, Carlos, glaubst du, den anderen geht es gut? Ich denke schon. Kerebos wird schon einen Weg gefunden haben, diese Insel sicher zu landen. Du hast recht, Vater hat es bestimmt geschafft. Aber irgendwie fühle ich mich für den Absturz verantwortlich. Verdammt, Colette, du bist nicht immer an allem schuld. Aber wenn ich von Tayo gewusst hätte, so. Colette, hör auf, die Vorwürfe zu machen. Carlos, glaubst du, Tayo ist etwas Böses? Keine Ahnung, aber wenn es mächtig genug war, eine ganze Insel in die Lüfte zu heben und noch eine Barriere darum zu errichten, muss es etwas Gefährliches gewesen sein, aber anscheinend wurde es zerstört. Ich frage mich, wer so etwas tun könnte. Carina war die ganze Zeit bei uns und Kerebos wollte das Schloss ganz alleine bewachen, richtig? Da muss der Angreifer stärker gewesen sein als Vater. Hoffentlich ist er okay. Ich hoffe nur, dass die Splitter ungefährlich sind. Mach dir nicht so viele Gedanken. Morgen ist auch noch ein Tag. Ist gut. Okay. Gut, dann... Achso, hier kann ich das Menü wieder nicht aufrufen. Dann speichern wir. Yay. Gute Nacht, Carlos. Ah, okay. Das ist ein schönes Detail, dass da tatsächlich noch das Feuerholz liegt und ein bisschen qualmt. Das finde ich nett. Muss ich so sagen. Das ist ein nettes Detail. Schauen wir mal weiter. Oh, Textbox. Helle Textbox mit heller Schrift. Oh mein. Nein, das kann nicht sein. Oh. Oh nein, die Treppe. Ui. Eieieiei. Das Haus ist aber ganz schön schief, meine Herren. Das mit der Landung hat wohl nicht ganz so gut funktioniert.
Ist das Ciel? Vater, Chio, Scout, antwortet! Antwortet! Sie sind weg, sie sind alle weg! Carlos, Colette! Warum? Warum nur Carina? Vater! Okay. Es ist doch nicht meine Schuld. Hört auf, alle beide! Aber verstehst du nicht? Sie sind tot. Sie sind alle tot. Alle, selbst dein Vater. Alle drei? Nein, das. Es tut mir leid, Colette. Ist schon gut. Es ist nur, wir haben niemanden mehr, nicht wahr? Sie sind alle weg. All die Jahre, all die Erinnerungen. Ihr seht nur drei Leichen. Das ist ein bisschen nicht ganz charakterkonform. Ey, da habe ich nie gestanden. Wer hat die ganzen Fotos gemacht? Scheiß Stalker, Mann! Carlos redet irgendjemand? Achso, Carlos! Es ist echt schwer zu lesen. Es tut mir echt in den Augen weh. Mio, ich wollte doch unser Picknick. Oh, jetzt ist er explodiert. Huch. Nein, nicht Mio. Jesus. Carlos, komm schon, wach auf. Hä? Wer? Ah! Hallo. Wieder bei Bewusstsein? Carlos, bist du okay? Reiß dich zusammen, Carlos, komm schon. Du hattest doch gerade noch die Augen offen. Nicht schlafen, Mann, du hast gerade eben geschlafen, ey. Tut mir leid, es ist nur, auch Mio ist... Carlos, wir stehen das durch, gemeinsam. Küss mich, okay. Du hast recht, wir müssen jetzt stark sein. MP3-Musik. Halt, nicht anfassen. What the fuck? Yes. Hey, was tust du da? Ich muss mich konzentrieren. Aber... Halt die Klappe. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Divine Heal. Denglische Kräfte der Magie. Es ist zu spät. Er ist bereits so lange tot. Du hast versucht, ihn zu retten, nicht wahr? Vielen Dank. Ich konnte nichts mehr für sie tun. Tut mir leid. Ihr solltet sie jetzt beerdigen. Du hast recht. Seufz. Braucht man wirklich einen Seufzer, wenn man schon Charakterporträts hat? Also in Textform? Ich weiß ja nicht. Hey, wer bist du eigentlich? Mein Name ist Popori. Popori? Du kommst aus Portent? Portant? Very important? Ich bin important. Ja. Portant? Ja, aber sagt, seid ihr die einzigen Überlebenden? Scheint so. Kommt doch erstmal nach Portant. Oh, dann sind wir in Portant. Und als nächstes kommen wir, Achtung, kommen wir an, in Flagranti. Kommt doch erstmal nach Portant, dort könnt ihr mir alles erzählen. Wer sagt, dass wir das wollen? Ich! Carina, danke für das Angebot, wir werden drauf zurückkommen. Ihr solltet eure Freunde begraben, ich warte in Portant auf euch. In Portant. Ach. Und als nächstes, Achtung, 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 der kommt tief. Als nächstes landen wir, Achtung, Inkognito. Bist du sicher, dass wir ihr vertrauen sollen können? Nein, aber ich sehe auch keinen Grund, ihr nicht zu trauen. Außerdem müssen wir noch irgendwo hin, um erstmal einen klaren Kopf zu bekommen. Portant, kennst du dieses Dorf? Oder Portant? Ich weiß es nicht, ich nutze einfach Portant. Na klar, es ist ein Dorf, in dem nur Heiler leben. Nur Heiler? Ja, sie haben den Ruf, alle ein wenig verrückt zu sein und... Sag mal, für welchem Dorf stammst du eigentlich, Carina? Los, wir sollten schnell aufbrechen. Und wir haben ihn in sein Grab teleportiert. Es läuft übrigens keine Musik mehr. Entweder ist mein Headset gerade im... nicht mein Headset, aber meine Ohrhörer gerade im Arsch, aber ich drehe mal voll auf. Nee, keine Musik mehr. Warum? Wie konnte das nur passieren? Ich habe da irgendwo eine Schatzkiste gesehen. Oh, ziemlich kaputt alles. Wenigstens haben jetzt die Keller Platz. Ja, mach, schwarzer Humor. Ah, Soundeffekte sind tatsächlich noch da. Wenn es jetzt auch unglaublich laut sind, weil ich beide Kopfhörer voll aufgedreht habe. So.
Schauen wir mal, ob wir noch ein bisschen mehr finden. Düdlü. Random NPCs sind gestorben. Da. Schöner Wasserfall. Okay. Gehen wir mal. Wohin eigentlich? Wie komme ich hier weg? Achso, da unten. Eieiei. Ah, hier ist wieder Musik. Haben wir hier was? Nee. Das ist zum Beispiel ein sehr schönes MIDI-Lied, muss ich sagen. Das ist es eben. Das ist das, was ich gesagt habe. Es gibt schöne MIDI-Musik. Warum kommt die im Kampf nicht zum Einsatz? Also jetzt nicht dieses Lied im Speziellen, sondern warum kommt nicht schöne MIDI-Musik im Kampf zum Einsatz, sondern nur schlechte MIDI-Musik? Ach. Oh, mehr Slimes. Der ist blau. Das ist ein blauer Slime. Zack, zack. Oh Gott, lauter Schilde, scheiße. Und wo wir gerade von schlechter Kampf-MIDI-Musik reden. Vollen Hammer auf dem Kopf. Okay, einmal, zweimal und dreimal. Da habe ich ein bisschen was zur Verteidigung. Pomp. 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 Stirb. Jetzt stirb. Nein? Na gut. Pom. Barriere. 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 Ich habe doch die Barriere benutzt. Ich kann die Maus nicht mehr bewegen. So. Hier nochmal und hier nochmal. Du könntest jetzt echt mal sterben. Tut er auch. Irgendwie. Danke. Vielen Dank. Oh, noch ein Level up. Sehr nice. 17 galt. Ah, oh, langsam kriegen wir ein bisschen Kohle. Okay. Noch ein Slime. Ich wollte ihm eigentlich ausweichen, weil ich jetzt noch in den letzten bisschen mehr als 10 Minuten noch ein bisschen mehr vom Spiel dann einfach sehen möchte. Aber naja, es ist mir offensichtlich nicht vergönnt. Zumindest sollte er jetzt etwas schneller drauf gehen, wo ich gleich meine beiden super starken Schwerter rausgeholt habe. Dreimal Feuer. Der sieht mir aus wie ein Wasserblubbel. Wahrscheinlich ist er nicht gerade schwach gegen Feuer. Keine Ahnung, wir werden sehen. Macht das 1000 Millionen Schaden? Oh, es macht echt ziemlich viel Schaden. Meine Herren. Okay. Feuer ist offensichtlich tatsächlich gegen das effektiv. Gegen das Blubbel-Ding. Mehr Galt. So. Nein! Oh. Nicht lange! Okay. Noch ein 12er Schwert. Und nehmen wir noch den da. Colette haut auch mal wieder mit drauf. 20, 15, 15. Pomp. Pomp. Tot? Tot? Oh, komm schon. Wie viel kann so eine kleine Schlange aushalten? Nein, dich wollte ich nicht auswählen. Nein! Spiel, was tust du? Oh, Mann. Ist doch doof. Das sollte es jetzt aber gewesen sein. Mensch. Ey, so. Okay. Hab ich das Skript jetzt einfach mal aufgehangen. Ich gedacht, nee, ich zähle nicht mehr runter. So, oh Gott, überall Schlangen. Da liegt doch was. Nee, da liegt nichts. Da ist ein Speicherpunkt und das hier wird wahrscheinlich wieder so ein Elfenjuwel sein, ja. Das heißt, da unten wird wahrscheinlich ein Bosskampf auf mich warten. Jiech! Nein! Ah, verdammt! Oh. Na gut. Hauen wir drauf. Schauen wir mal, ob es wieder ein One-Round wird. Es lief ja das letzte Mal schon recht gut mit den Feuerzaubern. Dafür musste ich allerdings Feuerzauber bekommen. Dankeschön, Spiel. Danke für nichts. Danke für die ganzen Barrieren. Okay. Bling. Plong. Plong. Ja, mein 60 Schaden. Colette kommt mir ausnahmsweise mal nicht zur Hilfe. Dumme Nudel. So. Pomp.
Aber immer noch 3 Schaden bekommen. Nein, nein, die wollte ich nicht auswählen. Zurück. Ich will... Ah, okay. Ich kann bereits gewählte Karten nicht mehr zurücksetzen. Na gut. Ist gar kein Problem oder so. Stimmt doch mal. Danke. Mensch. Colette muss wieder aufräumen. Unglaublich. So. Achso, wenn ich die Enter-Taste beim Runterzählen drücke, dann bleibt das Skript hängen. Das ist sehr gut. Finde ich prima. So. Speichern wir nochmal richtig. Hallo. Wieder Golden Sun Boss. Ein Hai und was für ein Vieh. Ein Hai? Also für mich sieht das ja noch ein Wal aus. Ist ein Hai? Hast du keine Augen im Kopf? Wollen wir uns auf Walhai einigen? Du gibst mir nie auf was? Okay, dann sehen wir einen Walhai. Auf geht's. Zeit für ein bisschen Sushi. Ah, Sushi. Ja, was ist das eigentlich genau? Na gut. So, zack. Ich heb mir wieder ein bisschen Verteidigungszeug einfach auf. Weil so ein Boss wahrscheinlich ein bisschen Schaden macht. Das Problem ist, ich habe jetzt gerade wieder ein bisschen viel Verteidigungszeug in meinem Deck. Du bist doch bestimmt schwach gegen Feuer oder so. Wir werden sehen. Das Problem ist, dass sich Karina gerade nicht verteidigen kann. Oh. Okay, und Karina muss sich gerade verteidigen. Oh je. Na gut, zu viele Schilde. Zu viele. Need more attack power. Das war... Oh, sehr gut. Damit dürfte ich wahrscheinlich den Kampf bereits gewonnen haben. Durch pures Glück. Oh nee, das macht dem gar nicht mal so viel Schaden. Okay, ich habe nur noch Wasserzauber. Ist jetzt natürlich gegen einen wasserbasierten Boss wahrscheinlich etwas ungünstig. Möchte ich jetzt mal so denken. Oh ja. Oha. Wow. Der hält ganz schön gut was aus, meine Herren. Okay, ich kann jetzt ein Schild loswerden, das ist gut. Okay, nehmen wir dich da und dich raus und schon wieder eklig. 17 Schaden, meine Herren. Und immer noch so viele Wasserzauber. Oh mein Gott. Hey, Feuer, Feuer. Fire. Das sollten normalerweise 45 Schaden sein. Schauen wir mal, wie es im Endeffekt reindrückt. 63. Also ist er tatsächlich gegen Feuer schwach, ganz offensichtlich. Das ist schon mal gut zu wissen. Und gut, dass ich keine einzige Feuerattacke jetzt mehr im Deck habe. Ha. Okay, werden wir nochmal ab. Und dich. Schon wieder diese ganzen schwachen Schwerter. Interessieren doch keine Sau. Colette haut auch nochmal mit drauf. Ja, scheiße. Schon wieder ein Wasserzauber. Oh Gott. Hey, ein Feuerzauber. Na, immerhin. Ich sollte gleich einfach eine Barriere rauswerfen, wenn er sie jetzt nicht eh angreift. Echt uncool gerade. Und ich glaube, Karina wird angegriffen, ja. So. Zack. 8. Das hat jetzt ein bisschen gedauert. Das sind Angriffswerte, meine Güte. Unglaublich. Kann ich mich eigentlich zwischendurch irgendwie heilen? Kann ich Items benutzen oder sowas? Ich glaube nicht. Das heißt, wenn ich zwischendurch voll auf den Sack kriege, dann kriege ich einfach voll auf den Sack. Okay. Damit komme ich klar, denke ich. Oh Gott. Hey, nee, wir haben ihn besiegt. Super. Sehr nice, Mensch. Ich habe das Skript wieder unterbrochen. Heilkräuter gefunden. Wein erhalten. 85 Gold gefunden. Sehr nice.
plopp. Oh je, wir haben ihn erledigt. Armer Walhai. Aber er hat ja schließlich uns angegriffen. Ja, eigentlich schon. Ich darf nicht so zimperlich sein. Monster, die mich attackieren, sind böse, böse, böse. Böse, 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 böse. Böse, 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 böse. Gollum, Gollum, böse, böse. Was ist jetzt los? Hihi, wenn du dein Gesicht gerade sehen könntest. Hä? Hoffentlich sind wir bald am Ausgang. Diese Popperie meinte, es wäre nicht weit. Stimmt, schnell weiter. Böse, 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 böse. Okay, schauen wir weiter. Immer noch keine Perspektive auf den Maps. Feld. Betreten. Warum denn auch nicht? Ah, die Weltkarte. I see. Das sollte dann Potpourri sein. Potpourri? Portant. Jetzt bin ich in Portant. Ups. Kann man nicht lesen. Also kann man schon, aber man muss sich dabei anstrengen. Uncool. Da komme ich aber, wie gesagt, nach dem Spiel drauf zu sprechen. Wir haben eh nur noch ein bisschen unter 4 Minuten. Toin, wie sollen wir jetzt Potpourri finden? Seufz. Hey, versuch dich zusammenzureißen. Es hilft niemandem, wenn du hier die ganze Zeit Trübsal bläst. Ja, du hast wohl recht. Hör mal, hast du gerade versucht, mich aufzumuntern? Ach, vergiss es. Na gut, warum ist hier ein Savepoint, wenn ich immer noch überall speichern kann, wo ich möchte? Ich verstehe das nicht. Willkommen in Portant. Ich mag das, in Portant. Dem Dorf der berühmtesten Heilerinnen und Heilerinnen. Heilrennerin. Oh. Ich will mit Zuki spielen, aber sie muss ihre Heilzauber üben. Was ist denn sie? Boah, wie cool, die ganze Insel ist abgestürzt, weil ich sie mit meiner Schleuder abgeschossen habe. Ja. Ja, das hast du. Mhm. Hä? Verstehst du nicht, Yoko? Solange du nicht ein bisschen mehr anfängst zu reden, wirst du nie neue Kontakte knüpfen? Sie wird es schon schaffen. Entschuldigung, ich hatte mal eine Frage. Ach so, ich habe gerade die Namen vertauscht oder so, keine Ahnung. Oh, hi, die Porträts, die Charakterporträts, mach mich fertig. Oh, hi, dich habe ich ja noch nie gesehen. Okay, ich gehe mit dir aus. Hä? Ach komm schon, was wolltest du doch fragen, oder? Ist schon okay, du bist ein wenig schüchtern. Schüchtern? Aber darum geht es gar nicht, ich wollte dich fragen, wo wir Potpourri finden können. Was? Potpourri? Was finden alle an dir? Sie wohnen im großen Haus mit dem gelben Dach. Aber da komme ich, wie gesagt, noch drauf zu sprechen. Das ist ein großes Haus mit einem gelben Dach. Oh. Übrigens, A, das Face von Potpourri kommt aus Harvest Moon und B, es passt nicht zu ihrem Charset. Überhaupt nicht. Sie ist zu groß. Das Porträt ist zu klein für das große Charset. Hey, ich habe auf euch gewartet. Wie geht es euch? Seid ihr verletzt? Zeigt mir eure Ware. Lasst uns Wildschweinejagen gehen. Lassen wir das. Du wolltest mit uns sprechen? Zunächst, es tut mir leid, dass ich niemanden retten konnte. Ich kam zu spät. Es ist nicht deine Schuld. Wäre ich nur früher da gewesen, doch es ging alles so schnell. Was genau hast du denn von hier aus gesehen? Nun, ich war draußen und habe nach den Tomaten geschaut, als plötzlich dieser helle Blitz am Himmel war. Anschließend sah ich viele Sternschnuppen vom Himmel regnen. Ich wusste, dass etwas nicht stimmte. Dieses Licht, es waren keine gewöhnlichen Sternschnuppen. Ich eilte zu einer guten Freundin, doch ehe ich sie erreichte, sah ich diese gigantische Insel in den Bergen abstürzen. Sofort eilte ich los in Richtung der Absturzstelle. Ich hatte ja keine Ahnung, dass es wirklich die verschollene Insel Ciel war. Die verschollene Insel? Ja, man sagt, dass vor vielen Jahren die Insel Ciel von einem Magier in die Lüfte gehoben worden sein soll, um den drohenden Krieg zu entgehen. Doch brach dieser Krieg letztlich nie aus und die Insel war einfach verschwunden. Wie ist das möglich? Die Barriere um Ciel hat die Insel für den Rest der Welt unsichtbar gemacht. Aha. Was? Wie dem auch sei, Carlos, bist du bereit? Was? Hör auf, den Kopf hängen zu lassen. Bereit, das Taio wieder zusammenzusetzen. Taio, das Amulett, welches Ciel am Himmel hielt. Warum? Warum wohl, du Doofbacke? Mit der Macht des Taios kannst du im Handumdrehen die Opfer des Unfalls wieder ins Leben zurückholen. Was? Warum? Wow. Okay, komme ich gleich drauf zu sprechen. Mit dem Taio ist so etwas möglich? Hey, warum soll ich dich anlügen? Du hast selbst deine Macht miterlebt. Mit dem Taio kannst du all dies wieder rückgängig machen. Du kannst sie alle wieder ins Leben zurückrufen. Alles, was wir dafür tun müssen, ist, die Splitter zu suchen und sie wieder zusammenzufügen. Zusammenfügen. Dann können wir sie alle wiedersehen. Dann ist es, als sei nichts geschehen. Hast du das gehört, Colette? Dann können wir ihnen helfen. Wir können... Ende. 2 Stunden sind vorbei.
Und es wird Zeit, mein Resümee abzugeben. Ich ziehe das mit den 2 Stunden, wie man vielleicht gemerkt hat, knallhart durch. Deshalb ja auch mein toller Timer. Ich bin auf dieses Konzept sehr stolz. Muss ich schon mal sagen. Nee, wie auch immer. Ich nehme mir die Zeit, über das Spiel ganz kurz im Genauen beziehungsweise ein bisschen zusammenfassend zu reden. Und zwar komplett freie Schnauze, also nicht mit irgendwelchen Skripts oder sowas, weil das halte ich für Bullshit. Also, grundsätzlich, Moonlight Sun, wo fangen wir an? Moonlight Sun leidet unter etwas, das ich persönlich das Hexenkessel-Prinzip getauft habe. Das kommt ganz einfach daher, dass eine Hexe in der Regel, wenn sie irgendeinen blöden oder gefährlichen Zaubertrank braut oder irgendwas in der Art, einfach irgendwelche random Zutaten dafür nimmt. Zum Beispiel irgendwelche Froschschenkel oder Rabenfedern und sowas. Das alles in den Kessel wirft und einen Zaubertrank draus braut und irgendjemand stirbt daran. Das Prinzip trifft da voll und ganz zu und es gibt unglaublich viele Maker-Spiele, auf die dieses Prinzip zutrifft. Ich möchte das aber ein bisschen genauer ausführen. Das Spiel lebt davon, unglaublich viel Content aus anderen Spielen zusammenzusammeln und in dieses Maker-Spiel einzusetzen. Dabei meine ich nicht, mit Content meine ich nicht unbedingt Story-Content oder sowas, sondern oder nicht nur Grafik-Content, sondern auch Characters, eben auch Grafik, Musik und so weiter und so fort. Und ich glaube, ich muss da ein bisschen weiter ausholen. Das Problem in der Maker-Community ist, dass das Ganze ursprünglich aus einer bereits illegal angehauchten Community entstanden ist. Denn als der Maker 2000 damals spruchreif wurde, war die einzige Version, die davon existierte, in unseren Landen, beziehungsweise in der gesamten westlichen Welt, kann man sagen, eine gecrackte und fanübersetzte Version von Don Miguel. Der Maker war bei uns nie offiziell erhältlich. Das hat sich erst mit dem RPG Maker XP tatsächlich geändert. Und da, glaube ich, auch erst relativ spät wirklich. Und das hat da noch nie jemanden interessiert. Dementsprechend war natürlich am Anfang die Mentalität groß von wegen, hey, wir nehmen uns einfach, egal welchen Content wir finden aus anderen Games und stopfen den da rein, wird schon irgendwie passen. Dementsprechend gibt es natürlich immer noch viele, die Fremdmusik verwenden, Fremdgrafiken, Rips, Game Rips, Sprite Rips und so weiter und so fort in ihren Maker-Spielen. Das ist bis zu einem gewissen Grad meiner Meinung nach in Ordnung, auch wenn ich es nicht hundertprozentig unterstütze. Bis zu einem gewissen Grad heißt, einzelne Game Rips okay, wenn sie ins Gesamtkonzept passen. Musik Rips okay. Ist in Ordnung, da bei den meisten Musikstücken auch nicht unbedingt eine GEMA dahinter sitzt oder sowas, sondern man die tatsächlich verwenden kann, ohne erstmal in irgendwelche lizenzrechtlichen Schwierigkeiten zu kommen, obwohl das natürlich jederzeit passieren kann. Von daher sage ich, ja gut, ist kein Problem. Niemand erwartet von einem Maker, dass er ein großartiger Musiker oder Grafiker ist, der alles selbst macht. Aber es gibt mehr und ich betone mehr als genügend Ressourcen für jeden einzelnen Maker da draußen, mit dem man auch ohne Fremdcontent wirklich ordentliche Spiele erstellen kann. Es gibt Grafikressourcen, noch und nöcher, die alle komplett gratis verwendet werden dürfen, solange nur Credits gegeben werden. Ist total easy sogar. Es sind teilweise echt super geil selbst gepixelte Grafiken dabei. Und das Spiel selbst verwendet ja auch den RefMap-Stil. RefMap, für die Leute, die es nicht wissen, sind einfach alternative Tilesets und Charactersets, die von einem japanischen User erstellt wurden und frei für die Maker-Community zur Verfügung gestellt werden. Es gibt dort ein riesen Ressourcenforum. Diese Ressourcen darf man alle benutzen, weil man entsprechende Credits natürlich gibt. Es gibt haufenweise Seiten, auf denen man Musik findet, die man frei benutzen darf, wenn man Credits gibt. Zum Beispiel einfach newgrounds.com. Die Seite ist bekannt für ihre Flash-Animation, aber die hat ein riesen Portal an Audio-Files. Und ich sag mal, 90% dieser Audio-Files darf man in seinen Projekten nutzen, wenn man möchte, wenn man einfach nur Credits gibt. Es gibt keinen Grund mehr, Fremd-Content zu verwenden. Wir leben im Jahr 2013. Der Maker hat sich
unglaublich weiterentwickelt. Die ganze Maker-Szene hat sich unglaublich weiterentwickelt, könnte man meinen. Aber speziell bei uns hängt leider die Mentalität fest, dass es immer noch voll okay ist, wenn man einfach Fremdcontent rippt. Und wie gesagt, das kann man halten, wie man will. Ich persönlich sehe es auch so bis zu einer gewissen Grenze okay. Ich benutze in meinem aktuellen Maker-Projekt auch keinen Fremdcontent mehr, sondern nur lizenzierte Musik. Nur lizenzierte Musik, genau. Ich habe das Album gerippt und habe dir einfach eingefügt. Nee, nur Musik, für die ich die Lizenzen habe. Nur Grafiken, die ich benutzen darf, weil ich die Lizenzen dafür habe. Skripts, die ich benutzen darf, weil ich die Lizenzen dafür habe, weil es User erstellt haben mit der Lizenz, hey, du darfst das benutzen, gib einfach nur Credits und das ist voll okay. Und man kann für die Ressourcen Geld ausgeben, man muss es aber nicht. Man findet mehr als genug Free Stuff im Internet. Und deshalb sehe ich es nicht ein, warum dieses Hexenkessel-Prinzip echt immer noch so aktuell ist in der Maker-Szene. Und mittlerweile sollten es eigentlich mehr als genügend Projekte bewiesen haben, dass es auch ganz ohne Fremdcontent geht. Allen voran To The Moon, für den, was ein RPG Maker XP-Spiel ist, was einfach komplett eigenen zum einen und zum anderen Content hat, den man eben von Enterbrain bekommt, den man benutzen darf. Das heißt, das ist so ein Mischmasch aus eigenem und dem Zeug, was man eben von Enterbrain direkt kriegt. Und das sieht man ganz einfach, dass es dann auch stilistisch zusammenpasst. Man muss einfach sehen, das meiste, was von externen Games kommt, wenn man das alles zusammenmischt, das passt hinten und vorne nicht zusammen. Und das sieht man ganz einfach. Und da kommen wir wieder auf den Punkt Consistency zu sprechen. Die trifft nämlich auch auf die Grafik zu. Und speziell dort ist es wichtig, dass man einen gleichbleibenden und guten Grafikeindruck hat. Ich habe das Mapping in dem Spiel gelobt. Es ist echt... Es geht in Ordnung. Das mit der fehlenden Perspektive sei dahingestellt. Ist mir wurscht. Die Höhle war super. Mir hat das Dorf ganz gut gefallen, so vom Mapping her. Es war alles in Ordnung. Es war irgendwo, hat es Stimmung gemacht. Das war voll okay. Aber es hat irgendwo einfach nicht ganz gepasst, weil dann zum Beispiel Charsets benutzt wurden, die nicht zusammenpassen. Colette hat einen anderen Charset-Stil als Carlas. Wie hieß jetzt Popular, glaube ich. Ne, Popuri. Entschuldigung, Popular war es hier. Popuri hatte wieder einen anderen Style, der auch nicht zu ihrem Porträt gepasst hat. Zwischendurch immer wieder Charakter, die einfach nicht reinpassen. Da sind dann Golden Sun Monster, die gemischt werden mit Monstern, die aussehen wie aus Tales of Symphonia. Und dann wieder die, ich glaube, das waren nicht mal RTP-Fledermäuse, müsste ich jetzt lügen. Ich bin mir jetzt nicht mal ganz sicher. Ich habe nicht alle Grafiken im Kopf. Aber das war alles so, es passt halt hinten und vorne nicht. Und der größte Knackpunkt waren hier auch die Sache mit den übermalten Anime-Charakteren. Auch da. viele argumentieren immer noch, hey, Maker ist immer noch ein Hobby, ihr lasst mich machen, was ich will. Nein. Nein. Makern war mal ein Hobby. 2000. Ich sag's nochmal, es sind 13 Jahre vergangen, seit der erste Maker erschienen ist. Und die Ansprüche sind ultra hoch gestiegen. Mittlerweile ist, wenn man es ganz realistisch sieht, mittlerweile ist jeder RPG-Maker-Nutzer ein Indie-Entwickler. Jeder, der ein RPG-Maker-Spiel da raus in die Welt wirft, zum Spielen, ist ein Indie-Developer. Nur weil das Game gratis ist, heißt das dementsprechend nicht, dass er damit machen kann, was er will und dass er alles einfach als ist nur mein Hobby deklarieren kann. In ein Hobby sollte man Herzblut stecken. Und ich will jetzt nicht sagen, dass in dem Projekt kein Herzblut steckt, denn es sind unglaublich viele gute Ideen dabei. Ich will nur damit sagen, liebe RPG-Maker, nehmt nicht einfach alles als gegeben hin und werft alles zusammen und deklariert es dann als ist eh nur ein Hobby, ist mir scheißegal, ey. Das stimmt nicht mehr. Aber ich schweife mal wieder ab. Die übermalten Anime-Charaktere. Okay, gut. Man kann von niemandem erwarten, dass er ein großer Künstler ist. Ich kann nicht zeichnen. Selbst. Ich bin ein unglaublich schlechter Zeichner. Aber was ich von mir behaupten kann, ist, dass ich Grafiken ganz gut editieren kann. Was mache ich also? Die Fähigkeit, die ich habe, versuche ich irgendwie in mein Hobby
also in den RPG Maker, einzubringen. Das heißt, ich habe zum Beispiel einen Gegner. Eine Gegnergrafik. Natürlich eine Gegnergrafik, die ich verwenden darf und modifizieren darf. Ich sehe, diese Gegnergrafik passt nicht ins Konzept. Also modifiziere ich sie, bis sie passt. Ich muss dabei nichts selbst zeichnen, sondern ich modifiziere einfach. Orange 4 kann ganz offensichtlich modifizieren. Denn Orange 4 hat es geschafft, jeden Anime-Charakter oder jeden Charakter, der in dem Spiel ein Porträt hat, nachzupixeln in einem einigermaßen einheitlichen Design. Man sieht natürlich immer noch die verschiedenen Anime-Stile, die passen hinten und vorne nicht zusammen, aber wir haben zumindest ein einheitliches Pixel-Design. Also kann Orange 4 pixeln. Wie weit das jetzt geht, kann ich natürlich nicht einschätzen. Ich weiß es nicht, wie weit die Pixelkünste reichen. Keine Ahnung. Aber wenn man schon so weit geht und die Originalcharaktere überzeichnet, warum um Himmels Willen gibt man ihnen dann nicht Features, die sie von den Originalcharakteren abheben, sondern übernimmt 1:1 die Originaldesigns und drückt ihnen nur andere Namen auf den Kopf? Wenn überhaupt. Ich erinnere hier nur nochmal an Colette, die einfach 1:1 als Tales of Symphonia übernommen war. Warum ändert man nicht einfach schnell die Rüstung von Kalas, die Haarfarbe, die Haarlänge von mir aus? Man drückt ihm irgendeine Narbe ins Gesicht oder sowas, dass man sieht, dass der Kerl schon den einen oder anderen Kampf geschafft hat. Nee, es wird 1:1 übernommen. Und das ist einfach geklauter Content. Und das geht heutzutage nicht mehr. Das macht man einfach nicht mehr. Es ist einfach echt so eine Sache. Wenn editieren, warum dann nicht noch diesen einen Schritt weitergehen und es so editieren, dass es aussieht, als könnte es was Eigenes sein? Warum? Das verstehe ich nicht. Und das ist der größte Knackpunkt an diesem Spiel. Das ist der Knackpunkt, der das Spiel für mich echt nicht gut wirken lässt. Dieses Halbherzige, dieses ganze halbherzige Design. Ich möchte es nicht als schlechtes Game Design definieren. Ich möchte es auch nicht als gutes Game Design definieren. Es ist einfach nur halbherzig. Es ist faul. Es ist halbherzig und faul. Ich glaube, so kann man das hinstellen. Und das ist echt schade. Es ist echt schade, denn das Spiel hat ein Riesenpotenzial. Das sage ich ganz ehrlich. Die Story ist recht gut inszeniert. Sie ist in sich irgendwo sinnig. Das mit den Essences habe ich erklärt. Das hätte man nicht so über die Story erklären sollen. Es wurde im Nachhinein dann erklärt, ungünstig. Aber okay, es war irgendwo dann im Nachhinein in sich stimmig. Die Charaktere haben Charakter. Das ist auch nicht was, was man von allen RPG-Maker-Spielen erwarten kann. Entsprechend nicht, ganz besonders nicht von dem RPG-Maker-Spiel, das ich mir als nächstes anschauen werde. Die haben Charakter. Mit denen kann man sich, wenn man die Augen zumacht und nicht auf die Porträts schaut, kann man sich mit denen identifizieren. Die Dialoge sind teilweise echt witzig. Ich fand den Dialog total cool, wo die einfach auf dieser Insel festgesteckt hatten und einfach mal total peinlich gelacht haben. Das fand ich richtig geil. Das Potenzial ist da, aber es wird nicht genutzt. Es wird einfach nicht genutzt. Und das sieht man halt an diesen ganzen Design-Clashs, sagen wir es mal einfach mal so. Das Design stimmt hinten und vorne nicht überein. Es geht schon bei den Schriftarten los. Wir haben zwei verschiedene Schriftarten. Allein für den Titel. Wir haben dann eine neue Schriftart für die Kapitelübergänge. Wir haben eine ungeglättete Schriftart für Zwischeneinwürfe wie 10 Jahre später. Dann nochmal eine neue Schriftart, die zudem noch unglaublich unleserlich ist. Für diese Einblendung, wenn man an einen neuen Ort kommt. Wir haben eine Schriftart, eine eigene Schriftart. Ich glaube, das war sogar Comic Sans. Für die Menüs. Und ich weiß nicht, wie viele verschiedene Schriftarten hier doch einem entgegengeworfen werden. Und da kann man sich halt, man kann sich da an jedem Design-Element aufhängen. Es wird einfach zusammengemischt. Wie irre. Und es passt einfach nicht. Es ist kein insgesamt schlüssiger Eindruck, der ist einfach nicht da und das ist echt schade. Gleicher Punkt mit der Musik. Warum MP3 und MIDI-Musik mischen?
entweder man steigt komplett auf MP3 um oder komplett auf MIDI. Ist es mir jetzt komplett wurscht, ob die Tracks irgendwo geklaut wurden aus irgendwelchen Anime oder sonst was. Es ist mir komplett Bums. Also, ist es mir nicht Bums, aber für den Zweck dieser Erklärung ist es mir jetzt Bums. Aber MIDI und MP3 mischen macht einfach einen unglaublich schlechten akustischen Eindruck. Und wenn dann noch die MIDI unglaublich schlecht gewählt sind, wie die Kampfmusik, die grundsätzlich im Original echt gut ist und von der ich hundertprozentig weiß, dass es da gute MIDI-Files zu gibt, die ist einfach so schlecht gewählt und die tut mir teilweise in den Ohren weh. Und einfach echt unschön, einfach so unglaublich viel ungenutztes Potenzial. Das ist echt ein Riesenjammer. Diese Unschlüssigkeit mit der Steuerung, darüber habe ich ja schon dann im Video geredet, dass Tastatur und Maus und man muss immer hin und her wechseln und hat keine Option, irgendwas anderes zu verwenden. Das Kampfsystem, ich verstehe jetzt so langsam so ein bisschen, warum es etwas langsamer ist, speziell in der Verteidigungsphase, dass man Zeit hat zu reagieren. Das rechtfertigt natürlich nicht, dass die ganzen Animationen unglaublich langsam sind, dass das Kampfsystem einfach unglaublich zäh wirkt, auch wenn die Idee dahinter wirklich super ist. Ich habe das Baten Kaitos Kampfsystem unglaublich gern gemocht. Es ist einfach, der Gesamteindruck passt hinten und vorne nicht und das Spiel hat so unglaublich viel Potenzial. Es ist echt schrecklich. Ich habe jetzt ein paar Mal gehört, dass das Spiel wohl gegen Ende oder später total gut sein soll. Kann ich mir sogar vorstellen. Aber ich erkläre hier nochmal, es geht um den Ersteindruck. Und 2 Stunden sind für ein Rollenspiel ein unglaublich umfangreicher Ersteindruck. Und wenn der Ersteindruck schon nicht stimmt, warum soll ich mich dann durch das restliche Spiel quälen? Und ich sag wirklich quälen, nur um zu sehen, ob es vielleicht später mal besser wird. Warum? Ich mach lieber das Spiel aus und spiel was anderes, was mir Spaß macht dann gleich. Deshalb, das vergessen so viele Leute, der Ersteindruck ist ungeheuer wichtig. Das Spiel muss von Anfang an flashen. Der Spieler muss einfach von Anfang an dabei sein und sehen, boah, geil, das will ich weiterspielen, bis zum Ende. Und das versemmeln so unglaublich viele Spiele. Das ist echt ein Jammer, dass das so unglaublich viele Spiele einfach von hinten bis vorne versemmeln. Abschließend, was kann ich zu dem Spiel sagen? Unglaublich viel ungenutztes Potenzial. Ich bin mir sicher, dass wenn es zu dem Spiel ein Remake geben würde, was ich nicht denke, dass es kommen wird, denn der Maker hat sehr, sehr viel Zeit in dieses Projekt investiert. Wenn man ein Remake von diesem Spiel angehen würde, das gleich mit dem richtigen Design-Aspekt im Hintergrund angehen würde, würde daraus wahrscheinlich ein grandioses RPG entstehen. 100 Pro. Ich bin mir da 1000%ig sicher. So wie es aktuell dasteht, ist es nicht mal Mittelmaß. Die Story ist okay, das ganze andere Design passt einfach von hinten bis vorne nicht. Passt einfach nicht. Und das ist echt schade, muss ich sagen. Das ist echt schade. Aus dem Spiel hätte viel, viel, viel mehr werden können, als es jetzt ist. Und das ist das, was ich meine. Das ist halbherzige Arbeit. Ob das jetzt bewusst so war oder nicht, man merkt's. Man merkt, dass das halbherzig war. Und ich persönlich bin der Meinung, dass wenn man ein Hobby hat und man das als Hobby ausgibt, dass man da wirklich auch seine Seele reinsteckt. Und zwar voll und nicht nur halbherzig. Deshalb, da ich hier mit einem Punktewertungssystem arbeiten will, bekommt das Spiel von mir 2 von 5 Punkten. Für einen sehr guten Ansatz, aber unglaublich miserables Design. Und würde sagen, das war die erste Episode von Mal reingefuchst. Und das nächste Mal kümmern wir uns dann um ein, nenne ich es Horror-Game? Ich weiß es nicht. Sowas in der Art. Das nächste Mal spielen wir Urban Nightmare. Ich kann euch noch nicht sagen, wann genau die nächste Folge kommt. Aber als nächstes kommt Urban Nightmare unter meinen
Kritikerhammer. Und dann schauen wir mal. An Orange 4, meine persönliche Nachricht. Mehr Herzblut in deine Projekte stecken. Auch wenn du jetzt vielleicht was anderes sagst, man merkt, dass du nur halbherzig gearbeitet hast. Es ist ein grandioser Ansatz. Das Spiel hätte großartig werden können. Ist es leider nicht geworden, was ich sehr schade finde. Finde ich echt schade. Das Spiel hätte wirklich eins der besten Maker-Games werden können, meiner Meinung nach, mit dem Setting. Sag ich ganz ehrlich. Gut, wie auch immer, das war es von meiner Seite aus. Ihr habt mir jetzt über 2 Stunden zugehört und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Mal reingefuchst in Urban Nightmare. Seid gespannt. Bis dahin.